Ich freue mich, dass Sie alle da sind und an einem immer noch schönen Sommerabend heute Abend hier sind, um Herrn Andreas Zumach zuzuhören. Sie sind eingeladen von ATTAC und ATTAC dankt Ihnen für Ihr Kommen. Möglich wurde die Veranstaltung dadurch, dass Verdi uns diesen Saal zur Verfügung gestellt hat, und unser Dank geht auch speziell an Verdi. Er geht aber auch noch in eine ganze Reihe von unterstützenden Organisationen. Dazu gehören Stop, TTIP und CETA dann German Watch, Nord-Süd-Forum, Öko-Büro München und die Gemeinwohlökonomie Bayern. All diesen danken wir, dass Sie diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Sie werden einen Vortrag hören zum Thema machtlose UNO. Ich hoffe, dass das mit einem Fragezeichen versehen werden kann und nicht mit einem Ausrufezeichen versehen werden muss. Ob die UNO noch genügend und alles, was nötig ist für die Menschenrechte und die Durchsetzung der Menschenrechte international tun kann. Und freuen Sie sich bitte auf einen Vortrag von einem Mann, der uns allen dazu hilft, uns nicht mit Unzuträglichkeiten stillschweigend abzufinden. Herr Zumach. Vielen Dank für die Einladung. Danke an alle Veranstalter, Mitveranstalter. Danke an den DGB, dass diese Diskussion hier zu einem strittigen Thema in diesem Jahr auch öffentlichen Raum möglich ist. Das ist natürlich eigentlich eine banale Selbstverständlichkeit, die ich hier erwähne, dass in öffentlichen Räumen einer solchen Stadt zu allen Themen alle Menschen sich versammeln können und auch streitig diskutieren können. Aber leider ist das ja in dieser Stadt zunehmend keine Selbstverständlichkeit mehr, zumindest dann, wenn es um das Thema Israel, Palästina und so weiter geht. Alle wissen, was Beschneidung des Grundgesetzes, Artikel 5, durch den Stadtratsbeschluss zu den Themen Israel-Palästina-BDS ist ein skandalöser Vorgang, und umso wichtiger ist es, dass solche Räume wie dieser hier hoffentlich auch demnächst wieder Kirchenräume zu diesen strittigen Themen offen bleiben. So viel vielleicht nur als eine Nebenbemerkung, die ich mir nicht ersparen wollte und Ihnen auch nicht. Menschenrechte müssen durchsetzbar sein. Warum die UNO einen Pakt zu Menschenrechtspflichten für Unternehmen und Konzerne anstrebt, aber Deutschland und die EU ihn blockieren. Vielleicht zum Einstieg ein paar Sätze zum historischen Hintergrund dieses Themas. Nach dem Holocaust und dem von Deutschland ausgelösten Zweiten Weltkrieg, also diesem Zivilisationsbruch des letzten Jahrhunderts, hat die in Nationalstaaten organisierte Völkergemeinschaft zwei Dinge getan, die bis dahin nicht möglich waren. Erstens, die UNO-Charta von 1945 mit dem wichtigen Artikel 2 Absatz 4, zwischenstaatliches Gewaltverbot, und der Betonung der Gleichheit aller Staaten, egal ob groß und klein, wenn man mal absieht von dem Privileg der fünfständigen Mitgliedstaaten im Sicherheitsrat mit ihrem Veto. Und das zweite wichtige, oder für heute Abend noch wichtigere, ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948, in der ja die Grundrechte der Menschen, und zwar aller Menschen, nicht nur der jeweils eigenen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, sondern aller Menschen, die Würde und Werte der menschlichen Persönlichkeit festgeschrieben werden und auch damals schon, auch schon in der UNO-Charta übrigens, die nicht nur zum Verhältnis zwischen Staaten geht, sind diese individuellen Menschenrechte proklamiert worden, auch übrigens die Gleichberechtigung von Männern und Frauen. In dieser allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte sind individuelle Menschenrechte überhaupt definiert und kodifiziert worden. Das gab es ja vorher nicht. Es gab nur kollektive Volksrechte, die zumeist von den jeweiligen Regierungen oder Regimen missbraucht worden sind zur Propaganda für Kriege gegen andere Staaten. Also das ist ein ungeheurer zivilisatorischer Fortschritt.
und was dann in der Folge ab 1948 auf dieser Basis der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aufgebaut wurde, angefangen mit den beiden dann völkerrechtlich verbindlichen Pakten zu den politischen und bürgerlichen Menschenrechten und dann den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten. Und dann in der Folge seitdem 10 spezifische Konventionen, angefangen mit der Konvention gegen den Völkermord von 1948, die Anti-Folter-Konvention, die Anti-Rassismus-Konvention, die Konvention zur Gleichberechtigung von Frauen, die Kinderschutzkonvention und so weiter. Das ist nach meiner unmaßgeblichen Meinung die wichtigste und einzig wirklich verlässliche Leitschnur für politisches Handeln. Und zwar sowohl in der Innenpolitik wie auch in der Außenpolitik. Dieser Satz ist ursprünglich nicht von mir, sondern ich habe ihn gehört von einem der letzten Überlebenden der Gruppe von 16 Frauen und Männern, die 1946 bis 1947 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verfasst haben. Hier vorne ist noch ein toller Sitz frei. Da steht zwar drauf reserviert, aber den können Sie gerne nehmen. Okay. Biete Ihnen dann nicht. Ich meine Stefan Essel, inzwischen auch verstorben, ein deutsch-französischer Jude, den ich 1998 zum 50. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in seinem bescheidenen Pariser Zwei-Zimmer-Apartment besucht habe, was damals das Hauptquartier war für die Unterstützung für die Sans-Papiers, also die Menschen ohne Papiere, die sogenannten Illegalen. Und er hat mir damals gesagt, wir müssen mit Klauen und Zähnen an diesen individuellen Menschenrechtsnormen festhalten. Wenn es hart auf hart kommt, haben wir nichts anderes. Ich habe dann in den, sagen wir mal, letzten 15 Jahren die Erfahrung machen müssen, dass diese Grundnormen, die dort festgelegt worden sind, sowohl auch die hier festgelegte Gleichheit zwischen Staaten, wie auch die gleichen Rechte und Würde für alle Menschen, die geboren sind auf dieser Erde, in der Realität nicht erfüllt sind. Das ist im Grunde banal. Und sie sind vor allem nicht erfüllt, da wo wirtschaftliche Akteure dominieren. Man könnte ja meinen, das war lange auch meine meinetwegen naive Annahme, diese völkerrechtlich verbindlichen Normen, die zwischen Staaten, also ihren Regierungen, abgeschlossen wurden und die 1993 auf der großen UNO-Weltmenschenrechtskonferenz in Wien von allen, ich betone es, von ausnahmslos allen damals anwesenden 189 Staats- und Regierungschefs nochmal ausdrücklich bestätigt wurden. Und es wurde ausdrücklich der Satz unterschrieben, hier vorne ist noch ein toller Sitz, Sie suchen lang. Der Satz unterschrieben, dass diese Menschenrechtsnormen unteilbar sind, universell gültig sind und dass sie nicht gegeneinander ausgespielt werden können. Das ist ein wichtiger Satz. Im Vorfeld dieser UNO-Menschenrechtskonferenz 93 in Wien gab es bei uns eine Debatte, angeschossen von einer sehr merkwürdigen Koalition, bestehend aus dem katholischen Theologen Hans Küng, dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt und großen Konzernchefs, darunter von Siemens, von Daimler, die gesagt haben, ja, also wir können ja eigentlich von so Ländern wie China noch nicht erwarten, dass sie die bürgerlichen Menschenrechte durchsetzen. Die müssen sich erstmal auf einen gewissen ökonomischen Entwicklungsstand begeben, bevor man das von ihnen erwarten kann. Und da haben zum Glück Menschenrechtsgruppen und Einzelpersonen aus diesen Ländern des Südens gesagt, halt, so geht es nicht. Es geht nicht so, dass ihr im Norden hier für euch die bürgerlichen politischen Freiheitsrechte beansprucht und wir sollen die nicht haben. Das ist mit gemeint, keine Teilbarkeit, und das ist dann zum Glück auch offiziell auf dieser Staatenkonferenz nochmal so bekräftigt worden. Ich sage das deswegen hier so ausführlich, weil ja so mancher auch in linken Debattenzirkeln immer mal wieder meint, die Menschenrechte seien eigentlich ein rein westliches Konstrukt und man könne sie nicht universell erwarten oder einfordern. Richtig ist natürlich, das ist nun mal der historische Entwicklungsprozess gewesen,
dass die Staaten, die dort 1945 in San Francisco zusammensaßen, diese 50 und Polen das 51., waren überwiegend, nicht ausschließlich, Staaten der nördlichen Halbkugel, also Nordamerika, Europa, inklusive Sowjetunion und die anderen osteuropäischen Staaten und die damals schon frei gewordenen ehemaligen Kolonien Lateinamerikas. Die saßen auch schon als eigenständige Staaten mit am Tisch, aber der Rest der Welt in Anführungszeichen, das was heute 57 afrikanische Staaten sind und die allermeisten asiatischen Staaten, die gab es ja noch nicht, sie waren ja damals formal noch europäische Kolonien. Und zweitens ist auch richtig, dass in den Ländern des Nordens diese universell proklamierten Menschenrechte dann doch zunächst nur für die eigenen weißen Bürger und Bürgerinnen galten, siehe USA, wo die Afroamerikanerinnen bis 1964 kämpfen mussten, damit diese Rechte auch für sie galten. Und in den Gebieten, die noch Kolonien waren, galten diese Rechte zunächst auch nicht. Das ist die historische Entwicklung, die aber im Laufe der 60er, 70er, 80er Jahre überwunden wurde. Und ich wiederhole, 1993 ist im Konsens von 189 der inzwischen 193 UNO-Staaten diese universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit noch einmal bekräftigt worden. Und ich finde, daran sollten wir festhalten und nicht dahinter zurückgehen. Für mich war eigentlich immer selbstverständlich, dass diese völkerrechtlich verbindlichen Normen nicht nur verbindlich sind für das Verhalten von Staaten, von Regierungen gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern und auch anderen Menschen, unverbindlich sind natürlich auch für unser Verhältnis zueinander als Individuen, sondern für mich war eigentlich immer klar, natürlich gelten diese Normen genauso auch für wirtschaftliche Akteure. Wieso eigentlich nicht? Und ich muss sagen, bis heute begreife ich es eigentlich nicht, wieso das nicht automatisch selbstverständlich ist und warum es tatsächlich offensichtlich doch noch eines gesonderten Paketes von verbindlichen Normen bedarf. Der Punkt, an dem ich das dann doch ziemlich drastisch kapiert habe, war eine sehr schwerwiegende Menschenrechtsverletzung, nämlich ein Mord, der 2005 in Kolumbien passierte. Dort wurde der Gewerkschafter Luciano Enrique Romero ermordet. Der war Gewerkschaftsführer in einer Milchpulverfabrik in der Stadt Valpodera. Diese Milchpulverfabrik war eine Filiale von Nestle. Nestle ist der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern mit einem Umsatz von 70 Milliarden Schweizer Franken, einem Reingewinn von 8 Milliarden Franken im letzten Jahr. Nestle ist der multinationalste Konzern überhaupt in dieser Welt mit den allermeisten Filialen in den allermeisten Ländern. Und dieser Gewerkschaftsführer wird ermordet. Und ein kolumbianischer Richter hat die Courage, einen Prozess zu eröffnen, was in dem Land mit all seinen Problemen, dem Drogenkrieg, sehr bekannt, schon viel Mut erfordert. Dieser Richter ermittelt gegen die unmittelbaren Killer, zwei Mitglieder einer rechten Todesschwadron. Die werden auch verurteilt. Es wird bekannt, der Nestle-Filialchef hatte öffentlich diesen Gewerkschafter Romero als Terroristen und Guerillakämpfer denunziert. Und dieser kolumbianische Richter, hier vorne gibt es noch einen tollen Platz. Ich muss das einfach, weil Sie kommen alle so suchend hier rein. Und bitte. Dieser kolumbianische Richter hält in seinem Urteil fest, die eigentlich Verantwortlichen sitzen in der Zentrale von Nestle in Wewe am Genfer See. Ein bemerkenswertes Urteil. Es passiert nichts. Im Falle von Mord, das haben wir gelernt, das ist ein Offizialdelikt, da braucht es eigentlich keine Anzeige, da muss automatisch ermittelt werden. Nichts geschieht. Die Witwe von Romero klagt. Sie wird aber unterstützt von dem sehr wichtigen Europäischen Menschenrechts- und Verfassungszentrum in Berlin und von der kolumbianischen Gewerkschaft für die Beschäftigten der Lebensmittelindustrie. Sie klagt vor dem Gericht im Kanton Zug in der Schweiz. Das ist aus Steuergründen der Kanton, wo sich alle Schweizer Konzerne und auch alle in der Schweiz ansässigen Auslandsunternehmen ihren offiziellen Sitz haben, weil es da am wenigsten Steuern zu zahlen. Die Zuger Staatsanwalt verschleppt das Verfahren, sagt dann irgendwann, wir sind nicht zuständig, sondern ihr müsst nach Lausanne gehen, also da, wo
der eigentliche Hauptsitz von Nestle sitzt mit den 5000 Beschäftigten am Genfer See. Das wird einfach hin und her geschoben, monatelang streitet man sich, wer ist zuständig. Schließlich entscheidet das Bundesgericht der Schweiz, die in Lausanne sind, zuständig, vergeht wieder ein Jahr. Und dann endlich werden Ermittlungen aufgenommen und dann sagt der Staatsanwaltschaft, stellt die Ermittlungen ein und sagt, das ist verjährt, das ist jetzt 7 Jahre her. Ich glaube, es ist deutlich, was das für ein skandalöser Fall ist. Und da war mir endgültig klar, offensichtlich reicht es nicht, einfach einzufordern, dass natürlich die Justizbehörden am Stammsitz eines internationalen Konzerns hier verantwortlich sind, sondern es bedarf hier auch zusätzlicher Normen, die ausdrücklich für Unternehmen gelten. Warum ist das so schwierig? Warum gibt es die nicht längst? Weil noch vor Verabschiedung der UNO-Charta 1945 und vor Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte eine Negativentwicklung auch auf die Spur gebracht wurde, die diese hehren Grundsätze, gleiches Recht aller Staaten, gleiches Recht und gleiche Würde aller Menschen ausgehebelt haben. Was meine ich damit? Im Juli 1944 treffen sich die Finanzminister und Nationalbankchefs, waren damals ausschließlich Männer, von 44 Staaten in dem Ort Bretton Woods, das ist ein kleiner Ort im US-Bundesstaat New Hampshire an der Nordostküste, auf Einladung der US-Regierung. Und sie beschließen dort zwei Dinge, so haben wir es in der Schule gelernt. Sie gründen die beiden Bretton Woods-Institutionen, die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds. Erklärtes politisches Hauptziel war, durch eine Mischung von festgelegten Währungen und flexiblen Währungen eine globale Währungsstabilität abzusichern, gestützt damals natürlich auf die Dominanz des amerikanischen Dollars. Diese beiden Institutionen, das ist den meisten ja hier bekannt, erfüllen eben nicht das Kriterium der Gleichheit aller Staaten, sondern dort gibt es gewichtete Stimmen und die kapitalistischen Industriestaaten des Nordens mit der USA noch an der Spitze und die Europäer an zweiter Stelle haben eben mehr Stimmen als die Länder des Südens. Die haben damals einen dritten Beschluss gefasst, den man nicht mehr irgendwo liest, auch bei Wikipedia nicht oder wo auch immer man über die Bretton Woods Institutionen sich kundig machen will. Damals wurde beschlossen, wir gründen auch eine internationale Handelsorganisation, International Trade Organization, abgekürzt ITO, als integrale Sonderorganisation des UNO-Systems, genauso wie andere Organisationen, die Weltgesundheitsorganisation, die internationale Arbeitsorganisation, die ja damals schon auch existierten. Diesen Beschluss haben die USA hintertrieben, weil sie das nicht wollten, eine Handelsorganisation mit Gleichheit aller Staaten, weil die auch nach den Regeln der UNO funktioniert. Stattdessen haben die USA, die ja damals, das muss uns nochmal klar sein, völlig unhinterfragt und unangefochten die dominante Weltmacht waren, militärisch, ökonomisch, politisch und auch kulturell. Stattdessen haben die USA 1947 nach Havanna eingeladen, da war Fidel Castro noch nicht an der Macht, noch der Diktator Batista. Und dort wurde auf Betreiben der USA das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen gegründet. The General Agreement on Trade and Tariffs, abgekürzt GATT, also G-A-T-T. Das war ein ganz loser Rahmen. Und innerhalb dieser Rahmenvereinbarung ist dann in den nächsten 47 Jahren auf immer wieder abfolgenden Handelskonferenzen über die Liberalisierung, bitte immer in Anführungszeichen, des Welthandels verhandelt worden und sind die Verträge zur Senkung von Industriezöllen, später auch zu Agrarprodukten, dann zu Dienstleistungen alle vereinbart worden. In diesen ersten 47 Jahren oder sogar 50 Jahren bis zum Jahre 2000 wurde dieser ganze Prozess dominiert von den damaligen 4 Wirtschaftselefanten dieser Erde, das sind die USA, die EU, Japan und Kanada gewesen. Und das, was dort vereinbart wurde, ist im überwiegenden Bereich zum Nachteil der Länder des Südens und vor allem ihrer Bevölkerung gewesen.
1994 ist dieses allgemeine Zoll- und Handelsabkommen dann übergeführt worden in die heute bestehende Welthandelsorganisation, die World Trade Organization, WTO, die einen festeren institutionellen Rahmen bietet, ist eine richtige Institution, nicht Teil des UNO-Systems, wie in manchen Lehr- und Schulbüchern fälschlicherweise steht. Sie sitzt zwar auch in Genf, am schönsten Ort am See, ist aber nicht Teil des UNO-Systems. Diese Institutionalisierung ist wesentlich damals betrieben worden von den führenden Industriestaaten des Nordens. Ein Interesse war damals auch, mit dieser WTO Schiedsgerichte einzurichten, die bei Handelsstreitigkeiten einmal zwischen den kapitalistischen Ländern des Nordens schlichten soll, also etwa der Streit um Subventionen, staatliche für Boeing bei uns in den USA oder für Airbus bei uns, also ein Streit zwischen USA und EU. Das gemeinsame Hauptinteresse der USA, EU, Japans, Kanadas war aber damals, mit Hilfe dieser Schiedsgerichte die Länder des Südens, allzumal die Schwellenländer Indien und so weiter, zur Öffnung ihrer Märkte zu zwingen. Und das muss man ganz klar als Interessenlage berichten. Das sind die Schiedsgerichte, vor denen jetzt aktuell China, die EU, Japan, Südkorea und seit letzter Woche auch die Schweiz gegen die von Donald Trump verhängten Zölle gegen ausländische Stahl- und Aluminiumimporte und demnächst wahrscheinlich auch Autoimporte geklagt haben. Sind diese Schiedsgerichte, die aber im Moment nicht funktionsfähig sind, weil schon die Obama-Administration und jetzt auch die Trump-Administration die Neubesetzung vakanter Richterstellen blockiert. Das nur so als aktueller Exkurs. So. Das ist also die negative Entwicklung, die parallel läuft und in der die hehren Grundsätze der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der UNO-Charta in der Realität ausgehebelt wurden. Die Länder des Südens fangen seit Ende der 60er Jahre an, sich gegen diese Entwicklung zu wehren. Seit Ende der 60er Jahre gibt es zumindest einen Diskussionsprozess in der UNO-Mitgliedschaft, verbindliche Normen für Unternehmen zu schaffen. In den 70er Jahren gründen die Länder des Südens, die ja etwa eine Dreiviertelmehrheit der damals 162 UNO-Mitgliedstaaten bilden, eine neue UNO-Organisation, das ist die UNO-Organisation für Handel und Entwicklung, United Nations Trade and Development Congress, also UNCTAD abgekürzt, und versuchen, diese ganzen relevanten Fragen von Handel, internationalen Investitionen, Währung wieder reinzuholen ins UNO-System und in dieser UNCTAD-Organisation zu diskutieren und die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Das passiert auch. Die UNCTAD trifft mit überwältigenden, oft 3/4 bis 4/5 Mehrheit zum Beispiel die Entscheidung, für wichtige Rohstoffe aus den Ländern des Südens, nehmen wir Kupfer aus Chile, nehmen wir Kaffee aus Kenia, Rohstoffe, wo viele Länder nur diesen Rohstoff anzubieten haben, Mindestweltmarktpreise festzulegen, damit diese Länder auch wirklich etwas haben von diesem Rohstoffverkauf. Dieser Beschluss wird, wie gesagt, mit 3/4, 4/5 Mehrheit getroffen. Die Industriestaaten des Nordens sagen, interessiert uns nicht, wir halten uns nicht dran. In diese Zeit fällt auch der berühmt-berüchtigte Beschluss, dass die Industriestaaten mindestens 0,7% ihres Bruttoinlandsproduktes für öffentliche Entwicklungshilfe ausgeben sollen. Dieser Beschluss wird ursprünglich in der UNCTAD gefasst, dann von der UNO-Generalversammlung mit auch 3/4 Mehrheit nochmal bekräftigt. Bis heute, wie wir alle wissen, gerade mal von 4 Ländern, den skandinavischen und Holland, umgesetzt. Deutschland krebst immer noch bei 0,34%. Also hier der Versuch, wieder wichtige Fragen, die ja das Leben von Abermillionen von Menschen bestimmen und ihre Lebensrealität und damit auch die Realität ihrer Menschenrechte wieder in die UNO reinzuholen. Das scheitert weitgehend. Anfang der 80er Jahre, inzwischen ist Präsident Ronald Reagan in Washington an der Macht und beginnt als erste Regierung die neoliberale Wirtschaftstheorie, die in den 60er Jahren in Chicago an der Universität entwickelt wurde von Professoren wie Milton Friedman,
Reagan ist die erste Regierung, die diese Theorie, also Deregulierung, Privatisierung, Steuern möglichst weit darunter, jeder Mann, jede Frau ist ihres eigenen Glückes Schmied, wir brauchen keinerlei staatliche Daseinsfürsorge, in die Praxis umzusetzen. Zeitgleich etwa parallel macht das Maggie Thatcher als Premierministerin in Großbritannien. Für mich kein Wunder, dass in diesen beiden Ländern die rechtspopulistischen Bewegungen die bislang größten Erfolge erzielt haben, einmal mit der Wahl von Donald Trump und zweitens mit dem Brexit, weil in diesen 30 Jahren oder 35 Jahren ein immer größerer Anteil der Menschen in diesen Ländern rausgefallen sind aus der ökonomischen Teilhabe, der sozialen Teilhabe, der politischen Teilhabe und auch der kulturellen Teilhabe. Das sind diejenigen, die die Wahlen für Trump entschieden haben in den entscheidenden Bundesstaaten. Das sind diejenigen, die die Mehrheit für Brexit gebracht haben. Bei uns ist die Entwicklung nicht so dramatisch, aber sie geht leider in dieselbe Richtung. Unter der Ägide von Reagan, das wollte ich eben sagen, werden sogar Dinge zurückgenommen, die es immerhin mal gab. Zum Beispiel gab es seit den 60er Jahren im New Yorker UNO-Welthauptquartier eine Abteilung, die zumindest ein Monitoring transnationaler Konzerne betrieben hat. Die hatten keinerlei Sanktionsgewalt, die konnten gucken, konnten berichten, was macht zum Beispiel Nestle mit der Propagierung von künstlicher Muttermilch und dem Versuch, Frauen vom Bruststillen abzubringen, was hat das für Folgen, die durften darüber berichten, aber sie hatten keine Beschlussfunktion, geschweige denn Sanktionsbeschluss. Aber auf Drängen der Regierung Reagan ist diese Abteilung aufgelöst worden. Und damit komme ich zu einem Punkt, der auch versucht zu erklären, warum es bisher nicht gelungen ist, die längst notwendigen verbindlichen Normen für Wirtschaftsunternehmen zu vereinbaren. Die Regierung und die USA sind mit Abstand, nominell zumindest, der größte Beitragszahler für das UNO-System mit nach wie vor 28% am regulären UNO-Haushalt und 25% am separat geführten Haushalt für die Friedensoperationen. Reagan fängt an, Maggie Thatcher auch, gezielt Geld zurückzuhalten für Programme oder UNO-Institutionen, die den USA und Großbritannien politisch nicht passen. Aus welchen Gründen auch immer. Es wird sogar ausgetreten aus bestimmten UNO-Organisationen. Also was Trump jetzt gemacht hat in den letzten anderthalb Jahren, ist nichts Neues. Das hatten wir in den 80er Jahren schon mal. Die UNO, die ja kein Geld hat, kein eigenes Geld, sie auch kein Geld drucken kann. Die UNO kann nicht mal irgendwo auf dem Kapitalmarkt Geld aufnehmen, ist also völlig abhängig von dem Geld, was sie von ihren Mitgliedstaaten bekommen oder auch nicht bekommt, gerät in eine immer tiefere Verschuldung. Bush, Vater Bush, der Nachfolger von Reagan, setzt das fort, 88 bis 92, auch Clinton beseitigt das nicht sofort. Ergebnis ist, Mitte der 90er Jahre hat die UNO ein Defizit von 1,7 Milliarden Dollar, wesentlich verschuldet durch die Zurückhaltung von Beiträgen durch die USA. Und man fordert ein von dem damaligen UNO-Generalsekretär, das war Kofi Annan aus Ghana, eine Reform der UNO. Reform klingt natürlich immer erstmal gut, ist ein positiv besetzter Begriff, aber im Diskurs in Washington, so ziemlich parteiübergreifend, war mit Reform eigentlich immer gemeint, Verschlankung der UNO, Abspeckung, Abbau von Bürokratie und natürlich die ganzen Teile wegtun, die einem politisch lästig sind. Nun kann man natürlich, wenn ich Sie einladen würde, nach Genf mal mit mir zwei Tage durch das UNO-Gebäude zu ziehen, dann würden Sie selber so ein paar Beobachtungen machen und feststellen, so manche Leute sieht man fast die ganze Zeit im Pressecafé Kaffee trinken, andere kommen vor Arbeit kaum zum Schlafen. Natürlich gibt es Reformbedarf und Reformnotwendigkeiten und Möglichkeiten, institutionell. Natürlich gibt es Teile des UNO-Systems, wo man sagen kann, die sind irgendwann mal geschaffen worden, ja nicht von irgendwelchen Bürokraten, die sich daran aufgegeilt haben, sondern immer auf Mehrheitsbeschluss der Mitgliedstaaten. Und die damals beschlossenen Aufgaben sind historisch überwunden. Und deswegen könnte man diese Abteilung oder auch ganze Sonderorganisationen eigentlich heute einstellen. Völlig legitim. Nur dazu bedarf es natürlich einer politischen Debatte zwischen den Mitgliedstaaten und einer gemeinsamen Beschlussfassung. Welche Prioritäten haben wir, sagen wir mal, in den nächsten 20 Jahren? Was ist nicht mehr so wichtig? Was kann ganz abgeschafft werden? Diese Debatte hat es aber bisher nicht gegeben. Und deswegen konnte der Generalsekretär diesen Finanzerpressungsdruck
durch die USA nur so umsetzen, dass er quer durch das gesamte UNO-System um 15% gekürzt hat. Das ist natürlich die idiotischste Reformmethode, die es überhaupt gibt, nach dem Motto, alle Rasenmähermethode, ne, alle Grashalme um 15% kürzer machen. Das war die reale Situation der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Und in dieser Situation, als Kofi Annan wirklich mit dem Rücken schon hinter der Wand steht, begibt er sich auf dieses berühmt-berüchtigte Davoser Weltwirtschaftsforum, was ja immer in der letzten Januar, 1. Februarwoche stattfindet, wo die ganzen Wirtschaftsführer dieser Welt, Politiker und so weiter hinkommen, Politikerinnen manchmal auch. Und was macht Kofi Annan? Er hält eine Rede, indem er sagt, die Mitgliedstaaten dieser UNO, sprich die Regierung, lassen mich und die UNO als Organisation an vielen Punkten hängen. Das ist einmal die ausreichende Finanzierung. Das ist zweitens bei der Umsetzung bereits bestehender Normen im Menschenrechtsbereich, im Abrüstungsbereich, im Umweltbereich, was auch immer. Und drittens gibt es noch Bereiche, weiße Flecken, wo wir endlich Normen vereinbaren müssen. Zum Beispiel in der Klimafrage. Damals gab es noch kein Abkommen. Und dann sagt Kofi Annan, und da ich mich auf die Regierung nicht mehr verlassen kann, muss ich mich hier an andere Stakeholders wenden. Stakeholders ist so ein auch in der deutschen Diplomatensprache leider jetzt übernommener Begriff. Es meint also an andere Akteure, an die Zivilgesellschaft. Viele haben das damals so missverstanden, er meine mit Zivilgesellschaft so Organisationen wie ATTAC oder Amnesty International oder Brot für die Welt. Die meinte Kofi Annan auch, aber er meinte eben auch Wirtschaftsunternehmen. Damit, mit dieser Rede in Davos, hat Kofi Annan die Tür weit geöffnet für die Einflussnahme von Wirtschaftsunternehmen jetzt sehr direkt in die UNO hinein. Wie gesagt, nicht aus einem bösen Willen, sondern er stand aus von mir erklärten Gründen mit dem Rücken zur Wand. Und damals wurde entwickelt im UNO-Hauptquartier der sogenannte Global Compact, also ein globales Rahmenabkommen, wo Unternehmen mit der UNO ein Rahmenabkommen abschließen konnten, unter dem sie sich zu neuen, völlig allgemein gehaltenen Normen verpflichteten. Drei aus dem Bereich von unmittelbaren Menschenrechten, also du sollst keine Sklavinnen in deinem Betrieb halten, ja, so allgemein. Drei Normen aus dem Bereich von Umweltschutz, drei Normen aus dem Bereich von Sozialstandards und dann noch eine Norm, die mit Korruption zu tun hatte. Wie gesagt, völlig allgemein gehalten, ohne Monitoring, geschweige denn mit Sanktions- und Durchsetzungsinstrumenten. Und die Unternehmen, die sich darauf eingelassen hatten, durften im Gegenzug das Logo der UNO und das Logo des UNO-Entwicklungsprogramms, das also bisher geschützt war, in ihren Publikationen, in ihren Werbebroschüren benutzt und sich als Partner der UNO öffentlich darstellen. Es hat damals eine rege Diskussion gegeben, was das denn soll, ob man von einem solchen freiwilligen Pakt ohne konkrete verbindliche Vereinbarung irgendwas erwarten kann. Die große Mehrheit der Nichtregierungsorganisationen, auch ATTAC, haben damals zum Glück gesagt, nee, da machen wir nicht mit, da lassen wir uns nicht mit reinziehen. Amnesty International hat damals leider ja gesagt, halte ich für einen großen Fehler. Human Rights Watch, die andere Menschenrechtsorganisation, hat diesen Fehler nicht gemacht. Das war also der erste Versuch, diese Forderung nach verbindlichen Normen beschlossen im Menschenrechtsrat auf eine lange Bank zu schieben und zu sagen, ach, das machen wir alles mit unverbindlicher Selbstverpflichtung, ne? Kodex und so weiter. Das lief so, und dann kam eben dazu, dass so einige Wirtschaftsführer, ob aus Altruismus oder aus schon raffiniertem Kalkül, der UNO privates Geld gegeben haben. Das fing an mit Ted Turner, ich weiß nicht, wer den Namen noch erinnert, das ist der Gründer des Fernsehsenders CNN gewesen, der dann 1999 zu Kofi Annan sagt, ach wissen Sie, wir haben dieses Jahr 9 Milliarden Gewinn gemacht, eine Milliarde gebe ich der UNO. War natürlich toll, dann hat Bill Gates und Melinda Gates diese Stiftung sich genötigt gefühlt zu sagen, wir geben auch Geld. Dann hat irgendeine Tennisspielerin, die damals berühmt war, gesagt, ich gebe mein Preisgeld von meinem letzten Turniersieg auch an die UNO. Also so entwickelte sich so eine Kultur des privaten Mäzenatentums, wie man das nennen würde, wenn es hier um die Kulturpolitik dieser Stadt ging. Endergebnis 16 Jahre später,
wachsende Teile der UNO-Arbeit, ganze Programme, ganze Teilorganisationen sind immer tiefer in die Abhängigkeit von privaten Geldern geraten. Ich habe das in dem Buch von mir in einem ausführlichen Kapitel mit der Überschrift Die neoliberale Privatisierung der UNO mal im Detail vorgeführt. Die drastische Situation herrscht bei der Weltgesundheitsorganisation, deren Budget inzwischen zu fast 80% nicht mehr durch von Mitgliedstaaten aufgebrachten Beiträgen finanziert wird, damit auch kontrollierbar und demokratisch entschieden, sondern eben durch Bill Gates und andere. Und damit natürlich auch die Inhalte der Arbeit dieser Organisation. Und diese ganze Entwicklung führte dazu, dass die Unternehmen bis hin in den Menschenrechtsrat Einfluss nehmen seitdem auf die Debatte darüber, soll es nun verbindliche Normen für Unternehmen geben oder nicht. Die zweite lange Bank, wenn ich es so nennen darf, sind dann die Guidelines für Human Rights and, im ökonomischen Bereich, die jetzt seit 2 Jahren gelten. Die sind zwar ein Stück weit konkreter als der alte Global Compact, aber nach wie vor nicht verbunden mit klaren Überwachungs-, geschweige denn mit Sanktions- und Durchsetzungsinstrumenten. Da sind wir im Moment. Und vor 3,5 Jahren oder vor 4 Jahren ist es dann doch einer Mehrheit der Mitgliedstaaten im UNO-Menschenrechtsrat, wo 47 Länder immer sind, zu bunt geworden. Das waren die Länder aus dem Süden, die haben gesagt, jetzt reicht es uns, jetzt sind wir seit 30 Jahren vertröstet worden, immer wieder mit irgendwelchen unverbindlichen Selbstverpflichtungen, es hat sich nichts getan. Jetzt beschließen wir hier den Beginn eines formalen Verhandlungsprozesses zu verbindlichen Normen mit Durchsetzungs- und Sanktionsmechanismen. Gegen diesen Beschluss des Menschenrechtsrates haben die Staaten des Nordens, darunter Deutschland, damals auch dabei war, gestimmt, alle mit Nein, aber es war eine 2/3 oder 3/4 Mehrheit, also völlig okay. Es haben inzwischen 3 Sitzungen stattgefunden des Menschenrechts, also Verhandlungssitzungen. Die USA nehmen überhaupt nicht teil. Die EU-Staaten, auch Deutschland und die Australier, haben an der ersten Sitzung auch nicht teilgenommen. Seit der zweiten Sitzung hat das Bundesaußenministerium, was ja federführend ist für die Diplomatie bei der UNO, 3 unterrangige Damen geschickt, das war halt so, die nichts zu sagen hatten, die durften nicht mitverhandeln, die sollten nur da sitzen und Mäuschen spielen und reisten auch am zweiten Tag schon wieder ab. Andere EU-Staaten haben das inzwischen korrigiert, die Skandinavier verhandeln aktiv mit, Frankreich seit der dritten Runde jetzt auch. Die Bundesrepublik Deutschland gehört zu den Hauptblockadeuren und dieses, obwohl im Koalitionsvertrag ausdrücklich zugesagt war, dass man sich aktiv an diesem Unternehmen, hier ein solches Abkommen auszuhandeln, beteiligt. Im Dezember letzten Jahres ist im Finanzausschuss der UNO-Generalversammlung das Budget, also der Haushalt für das Jahr 2018 im Detail diskutiert und beschlossen worden. Da wird dann jedes einzelne Unternehmen, jede Sitzung muss ja irgendwie finanziert werden. Und als es dazu kam, die Beratung des Menschenrechtsrates über dieses Abkommen zu beschussen, hat Deutschland tatsächlich den Antrag gestellt, alle Mittel zu streichen. Muss man sich mal vorstellen. Das ist zum Glück nicht gelungen, dieser Antrag ist mit Mehrheit abgelehnt worden, aber das spielt hinter den Kulissen. Um was geht es bei diesem Abkommen? Das wäre dann mein abschließender Punkt. Ich würde es mal beschreiben aus der Positionierung dessen, was wir eben so landläufig und ungenau Zivilgesellschaft nennen. Es hat sich auch zu diesem Anliegen wie zu vielen anderen Anliegen in den letzten 25 Jahren eine breite internationale Koalition von Zivilorganisationen gebildet. Und ich mache jetzt mal einen kleinen Exkurs, wenn Sie mich fragen, was denn so die größten Erfolge gewesen seien in den letzten 27 Jahren seit Ende des Kalten Krieges auf dieser Ebene der internationalen Verhandlungen der Diplomatie, dann würde ich 4 oder 5 Dinge nennen. Das erste ist das Abkommen zum Verbot dieser fürchterlichen Antipersonenminen, 1997 endlich erreicht. Ein Abkommen, über das in der ständigen Abrüstungskonferenz der UNO, die es ja auch gibt, wo 61 Staaten ständig in Genf zusammensitzen, 10 Jahre lang ergebnislos verhandelt wurde. Da waren immer
54 der 61 Staaten, die ein solches Verbot wollten, auch schon einen fertigen Entwurf für ein Abkommen hatten. Aber es gab immer so 6, 7, die USA, Israel, Pakistan, die meinten, nein, wir brauchen nach wie vor diese Antipersonenminen. Und da in diesem UNO-Gremium Konsens vorgeschrieben ist, du kannst also keine Mehrheitsbeschlüsse fassen, ist es nie zu einem Abkommen gekommen. Und dann haben schließlich Friedensgruppen aus aller Welt, aus Deutschland war es die Aktion Landmine, also von Medico International und andere, gesagt, jetzt reicht es, und haben sich einen willigen Staat gesucht, eine willige Regierung, das war in dem Fall die Regierung von Kanada, die dann gesagt hat, dann laden wir halt außerhalb des formalen Rahmens der UNO willige Staaten ein zu einer Verhandlungskonferenz. Daraus ist dann das Ottawa-Abkommen zum Verbot von Antipersonenminen entstanden, inzwischen von über 160 Staaten auch ratifiziert und umgesetzt. 10 Jahre später ist dasselbe passiert mit dem Verbot dieser noch fürchterlichen Streumunition, wieder ergebnislose Verhandlungen in der UNO-Abrüstungskonferenz, dann auf Initiative von Friedens- und Menschenrechtsgruppen Verhandlungen, diesmal in Oslo, und seitdem haben wir das Abkommen auch von 160 Staaten ratifiziert. Ein dritter großer Erfolg ist die Gründung des Internationalen Strafgerichtshofes, den eine Allianz von über 1000 Menschenrechtsgruppen aus aller Welt durchgesetzt hat, gegen den Willen ursprünglich aller 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. In dem Fall hat Deutschland von Anfang an eine sehr aktive und konstruktive Rolle gespielt, muss man auch mal sagen. Der vierte Erfolg ist ein Abkommen mit einem ersten Versuch, den internationalen Rüstungsmarkt, also Rüstungsexportmarkt, zumindest mal unter Kontrolle zu bekommen, also das ist der Waffenhandelsvertrag von 2015, um dann Normen zu entwickeln, wie man ihn einschränkt, auch gerade mit Menschenrechtskriterien, sagt, keine Exporte in diese und diese Staaten. Naja, und der letzte Erfolg, der ist Ihnen ja hoffentlich noch geläufig, das Abkommen zum Verbot von Atomwaffen, was eine über 2/3 der Atomwaffen der Mitgliedstaaten der UNO letztes Jahr im Juli verabschiedet haben, gegen massivsten Druck nicht nur der USA, sondern auch der Bundesregierung Deutschland. All diese 5 Erfolge wären nicht denkbar gewesen ohne das Engagement einer großen internationalen Koalition von Menschenrechtsgruppen, Friedensgruppen, Frauengruppen, was auch immer. Also viele, die hier im Saal sitzen, waren in der einen oder anderen Weise daran beteiligt. Und dasselbe passiert jetzt hier mit Blick auf diesen Treaty, der hat bisher keinen Namen, deswegen ist immer nur von Treaty die Rede, UN Treaty, also UN-Abkommen, und die internationale Nichtregierungskoalition nennt sich eben die Treaty Alliance. Und ich will mal sagen, was deren 7 Kernforderungen sind an ein künftiges Abkommen. Das erste, das Abkommen verpflichtet die Staaten, dass die bei ihnen ansässigen Unternehmen, also die Unternehmen, die ihren Hauptsitz im, sagen wir mal, konkretes Beispiel, Siemens mit Sitz in München, dass die bei ihnen ansässigen Unternehmen gesetzlich zur Achtung der Menschenrechte zu verpflichten und das nicht nur in ihrem Handeln hier in München oder in anderen Filialen in Deutschland, sondern auch in ihren Auslandsfilialen von Brasilien bis Honolulu, was auch immer, in ihren Auslandsgeschäften, das schließt auch Exportgeschäfte mit ein, in ihren Auslandsinterventionen, Investitionen, Entschuldigung, bei ihren Tochterunternehmen und ganz wichtig, in den Lieferketten. Also angefangen etwa da, wo Kohle oder was auch immer an Rohstoff gefordert wird, irgendwie verarbeitet wird, transportiert wird, irgendwann zu uns kommt. Wir kennen die Beispiele aus dem Textilbereich. Diesen gesamten Bereich verpflichtend zu machen, was die Einhaltung von konkret auch benannten Menschenrechtsnormen betrifft. Zweite Forderung, allen Betroffenen oder potenziell Betroffenen von Verstößen einen effektiven Rechtsschutz zu gewähren. Was heißt effektiver Rechtsschutz? Das heißt zum Beispiel, um zu dem Fall Luciano Romero zurückzukommen, im Falle eines Offizialdeliktes, dazu gehören Morde und andere Kapitalverbrechen, Vergewaltigung, was auch immer, aktiv zu ermitteln. Ja? Und in Fällen, wo es kein Offizialdelikt ist und eine Anklage vorgebracht wird, auch die Ermittlungen aufzunehmen. Das heißt aktiver Rechtsschutz. Und zwar überall.
auch im Herkunftsland eines Unternehmens. Das heißt, wenn künftig, bleibe bei dem Beispiel, irgendwo in der Welt jemand klagt, weil in einer Siemens-Filiale ein Menschenrechtsverstoß stattgefunden hat, dass dann auch hier in München Ermittlungen aufgenommen werden gegenüber Siemens. Drittens die Forderung, dass die Pflichten, das ist ganz wichtig, aus dem UNO-Menschenrechtsabkommen, was also geplant ist, Vorrang haben vor allen Verpflichtungen aus Handels- und Investitionsschutzabkommen. Warum ist das so wichtig? Das habe ich eben vergessen zu schildern, als ich über die WTO geredet habe. Es gab eine Phase nach der Gründung der Welthandelsorganisation 1994, wo die Vorstellung bestand, man könne ja dafür sorgen, dass bei künftigen Handelsabkommen, die im Rahmen der WTO vereinbart werden, auch die längst schon bestehenden völkerrechtlichen Sozialnormen, all die 170 Konventionen, die allein im Rahmen der Internationalen Arbeitsorganisation vereinbart wurden, aber auch die Umweltvereinbarungen, die es seit 1990 zunehmend gibt, also über den Schutz bestimmter Arten, über das Verbot von Giftmüllexporten, dass all dieses bei künftigen Handelsverträgen, wenn man sie diskutiert, im Rahmen der WTO berücksichtigt wird und im besten Fall auch in die Handelsverträge mit reingeschrieben wird. Nichts davon ist passiert. Nichts. Und daraufhin gab es eine ganze Reihe von Fällen, wo dann einzelne Staaten unter Berufung auf bestehende, vor allem Umweltabkommen, gesagt haben, bestimmte Formen von Handel lassen wir nicht zu, um es konkret zu machen. In der EU gibt es seit 30 Jahren, glaube ich, inzwischen ein Verbot von Asbest, diesem krebserregenden Zeug. Und als Kanada weiterhin Zement mit Asbest in die EU importieren wollte, hat die EU gesagt, nein, das lassen wir aus eben diesem Gesundheitsschutz Gründen nicht zu. Daraufhin hat Kanada die EU vor dem Schiedsgericht der Welthandelsorganisation verklagt und Sie dürfen dreimal raten, Kanada hat Recht bekommen. Und in all diesen Fällen, es gab einen anderen Fall, da ging es gegen den Import von hormonverseuchtem Fleisch aus, ich weiß nicht mehr woher. In all diesen Fällen hat das Schiedsgericht der WTO, und es gibt dann noch eine zweite Instanz, die Berufungsinstanz, dem Freihandel den Vorrang gegeben und eben gesagt, das ist wichtiger als diese Umweltbelange oder die Sozialbelange. Deswegen hat es sich als absolute Illusion erwiesen, was einige auch schon vorher gesagt haben, zu glauben, das könne man in der WTO regeln, die ja nun qua Auftrag dafür da ist, die Liberalisierung in Anführungszeichen des Welthandels möglichst weiter voranzutreiben. So, und deswegen in dem künftigen Abkommen, was hier angestrebt werden soll, die ausdrückliche Festlegung, dass die Einhaltung der Menschenrechtsnormen Vorrang hat vor Verpflichtungen, die es zum Teil heute schon längst gibt, aus Handels- und Investitionsschutzabkommen. Ich will den für mich skandalösesten Fall aus der WTO-Geschichte erzählen. Der für mich absolut politisch, moralisch skandalöseste Fall ist die Tatsache, dass die Industriestaaten des Nordens, vor allem die vier Sitzländer der größten Pharmakonzerne dieser Welt, das sind in der Reihenfolge die USA, Deutschland, Japan und die Schweiz, 2003 bei der WTO-Ministerkonferenz in Cancun, war das in Mexiko, Indien gezwungen haben, mit massivem Druck und Drohungen Patentschutzbestimmungen zu unterschreiben. Schutzbestimmungen für die Patente von Pharmaunternehmen auf kostspielige Medikamente, darunter auf AIDS-Medikamente. Indien war damals schon so weit, dass sie Generika produziert haben, also auch Anti-AIDS-Mittel, die dieselbe Wirkung hatten, aber während das Produkt von Bayer Leverkusen oder von Pfizer in den USA $15.000 kostete, für eine Monatsbehandlung kostete das aus Indien $300. War also erschwinglich für die Menschen, die vor allem auf dem afrikanischen Kontinent HIV infiziert sind. Das hat man Indien untersagt und damit, ich sage mal, Millionen von Menschen um ihr Recht auf Überleben und vielleicht Verlängerung des Lebens, von Heilung will ich nicht reden, aber zumindest Verlängerung des Lebens vor dem AIDS-Tod gebracht. Das hat also eine ganz klare menschenrechtliche Komponente.
So, vierte oder fünfte Forderung, dass das Abkommen einen unabhängigen Ausschuss von oder einen Ausschuss unabhängiger Experten und Expertinnen vorsieht, wo alle Vertragsstaaten künftig regelmäßig Staatenberichte vorlegen müssen, jedes Jahr oder alle zwei Jahre, was auch immer, in denen sie berichten, wie dieses neue Abkommen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich umgesetzt wird oder nicht. Also dasselbe, es gibt ja heute schon seit 6 Jahren einen ständigen, regelmäßigen Überprüfungsausschuss der Menschenrechtssituation in allen UNO-Staaten. Da kommt jedes Land so etwa alle 4 Jahre mal in die Überprüfung. Deutschland war gerade kürzlich dran. Das bezieht sich eben aber eben nur auf die Einhaltung der klassischen Menschenrechte durch den Staat oder durch staatliche Behörden. Aber der Wirtschaftsbereich ist da völlig raus. Genau so ein Prozess und Verfahren künftig mit Blick auf die Umsetzung dieses künftigen Abkommens. Und schließlich, ganz wichtig, für den Fall von künftigen Verstößen, Menschenrechtsverletzungen, ein neuer internationaler Gerichtshof, der dafür zuständig ist, und vor allem ein Gerichtshof, vor dem auch Individualbeschwerden oder Individualklagen eingerichtet werden können. Das ist ja ganz wichtig, wo jemand, der oder die sich betroffen fühlt, klagen kann. Jetzt kann man natürlich die Diskussion aufmachen, ähnlich wie beim Internationalen Strafgerichtshof. Da ist es ja so, nur wenn in einem Mitgliedsland die nationale Justiz unwillig und oder unfähig ist, im Falle von Völkermord, von Kriegsverbrechen, von Angriffskrieg, von Menschenrechtsverstößen zu ermitteln, geht das über auf den Strafgerichtshof. So etwas Ähnliches könnte man sich ja auch vorstellen. Ist auch noch in der Diskussion, aber ich gehöre zu denjenigen, die sagen, angesichts der bisherigen Erfahrung des Unwillens, Versagens, wie sie es nennen wollen, mit nationalen Justizbehörden, und das gilt jetzt nicht nur für den von mir geschilderten Fall Schweiz und Nestle, sondern auch durch die Bank, auch bei uns, solche Fälle anzunehmen, bin ich dafür, diesen internationalen Gerichtshof unbedingt zu schaffen. Also ein Gerichtshof, wo dann auch, ich wiederhole, Sie, wenn Sie betroffen sind oder sich fühlen von einem Menschenrechtsverstoß durch einen multinationalen Konzern, künftig klagen können. Gibt das jetzt nicht in Straßburg? Bitte? Das gibt es doch schon in Straßburg. Nein, wir haben, Sie sprechen natürlich einen Punkt an, Sie sagt, das gibt es schon in Straßburg. Wir haben in Europa insofern, ich sag mal, eine im globalen Vergleich etwas bessere Situation, weil es bei uns ja zusätzlich zu den global gültigen Menschenrechtsnormen und der UNO-Charta noch die europäische Menschenrechtscharta gibt, die in einzelnen Punkten noch weiter geht als die UNO-Charta oder die UNO-Erklärung. Und wir haben eben einen Menschenrechtsgerichtshof. Ich wüsste aber bisher nicht, dass vor diesem Menschenrechtsgerichtshof Klagen gegen Unternehmen schon stattgefunden haben oder angenommen wurden. Ob das völlig ausgeschlossen ist vom Statut des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, bin ich im Moment überfragt. Kann ich seriöserweise nicht beantworten. Bitte? Aber ich wüsste bisher nur von Klagen gegen staatliches Handeln. Ne? Genau. Aber es geht hier eben um Unternehmen. Ja, das sind wie gesagt die Forderungen, die ich voll berechtigt finde. Ich will einen Quellenhinweis machen für diejenigen, die sich besser noch informieren wollen. Die Treaty Alliance, also die deutsche Sektion dieser weltweiten internationalen Allianz, zu der gehören 19, im Moment noch 19 Organisationen, an der Spitze ATTAC, Brot für die Welt, FEMNET, FIAN, Forum Fairer Handel, Global Policy Forum und so weiter, haben ein sehr gutes Positionspapier herausgegeben für eine menschenrechtliche Regulierung der globalen Wirtschaft. Das ist zu finden auf deren Webseite. Ich schreibe die vielleicht gleich noch hier an. Man kann es sich aber auch hier vorne nachher angucken. Kann man sich runterladen, man kann es auch als Broschüre kostenlos bestellen. Empfehle ich dringend für die, die sich hier weiter beteiligen wollen. Der weitere Gang der Dinge im Oktober dieses Jahres soll die vierte Verhandlungsrunde stattfinden. Wie gesagt, die Finanzierung ist gesichert, nachdem der deutsche Antrag auf Mittelsperrung zum Glück gescheitert ist. Wie sich die Bundesrepublik Deutschland und auch andere EU-Staaten dort verhalten werden, ist völlig offen oder anders ausgedrückt, hängt von uns allen ab. Also hängt davon ab, wie viel innergesellschaftliche Aufmerksamkeit und politischer Druck
entwirkelt wird, rechtzeitig, um die Bundesregierung hier zu einem konstruktiven Handeln zu bewegen. Ich glaube, Verdi und andere Einzelgewerkschaften, aber auch der DGB als Ganzes, wären hier ein wichtiger Partner, den man vielleicht hierzu noch stärker mobilisieren müsste, sich darum auch zu kümmern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bild von David gegen Goliath hier einzuleiten, aber ich glaube, das ist... Danke. Ich glaube, das Bild von David gegen Goliath ist nicht zutreffend. Mhm. Was hier übernommen wird, ist in seiner Dramatik von Herrn Zumach fast zurückhaltend beschrieben worden. Schon die Formulierung, eine menschenrechtliche Regulierung von Unternehmen, ist etwas derartig säkular sensationell ist, wenn es gefordert wird. Weil Unternehmen sich prinzipiell überhaupt nicht regulieren lassen, außer sie regulieren sich selber. Und gar noch eine menschenrechtliche Regulierung, sozusagen eine wirtschaftsfremde Regulierung, sich vorzustellen, erfordert einen Mut und eine visionäre Kraft, die sich nicht einschüchtern lässt davon, dass ungefähr seit 500 Jahren die Wirtschaft sich immer größere Bereiche erobert hat im Laufe der Geschichte. Wir haben es auch nicht nur mit Konzernen zu tun, aber dann erzähle ich Ihnen das gleich in meinem Buch, das will ich nicht machen, sondern wir haben es zu tun mit einer Zusammenarbeit von Wirtschaftsverbänden, weltweiten Wirtschaftsverbänden und Regierungen. Das ist sozusagen der Gegner einer menschenrechtlichen Regulierung der Unternehmen. Es kommt noch einiges hinzu, es kommt unsere Strafordnung dazu, die Klagen gegen Organisationen gar nicht vorsieht in Deutschland. Sie können nur einzelne Personen verklagen. Sie müssen sozusagen nachweisen, dass der, den Sie verklagen, in einem Unternehmen in einer leitenden Stellung bewusst etwas Menschenrechtswidriges veranlasst, getan oder befohlen hat, bevor sie den verklagen können und dann auch das Unternehmen eventuell bestraft wird, sodass sie auch in der Rechtsordnung sehr vieles nicht so organisiert ist, dass diese Forderungen von heute auf morgen erfüllt werden können. Eigentlich hatte ich aber auch vor, ein bisschen Advocatus Diaboli zu spielen. Und vielleicht einige Fragen von Ihnen auch in diese Richtung, wenn Sie dazu sich einlassen wollen, zu lenken. Ich wüsste gerne, was die Rolle der nationalen Aktionspläne in diesem Ganzen ist. Ich wüsste auch sehr gerne, ob das CSR-Berichtspflichtgesetz, das wir jetzt haben. Ja, welches Gesetz? CSR-Berichtspflicht. Welche, die Abkürzung müssen Sie übersetzen? Achso, ja. Corporate Social Responsibility, das heißt die Verpflichtung der Unternehmen zu gesellschaftlicher Verantwortung. Da haben wir jetzt in Deutschland ein Gesetz, da müssen jährliche Berichte abgegeben werden, was zu einem bestimmten Prozentsatz sogar auch schon geschieht. Das gilt rückwirkend ab 2017. Also ich fange mal an, diese Frage zu beantworten. Ich habe ja vorhin versucht zu schildern, dass es natürlich eine relative Entwicklung gab zwischen einer Phase völliger Unregulierung, sogar Zurückdrehung von bereits bestehenden Einrichtungen wie dieser Monitoringstelle zu transnationalen Unternehmen in New York, die 82 geschlossen wurde. Dann die Phase unter dem Druck, dem finanziellen Erpressungsdruck der UNO, Kofi Annan, Global Compact. Wie gesagt, 9 völlig unverbindliche Verpflichtungen ohne Durchsetzungs- und Überwachungs- und Sanktionsmechanismus. Die weitere Entwicklung sind die von Herrn Gunk eben nochmal angesprochenen Leitlinien, Wirtschaft und Menschenrechte, die schon ein Stück weit konkreter sind als der Global Compact, überhaupt keine Frage, und von der Bundesregierung als großer Fortschritt gepriesen werden, auch von manchen Nichtregierungsorganisationen, die da wacker seit Jahren arbeiten, als ein relativer Fortschritt natürlich beschrieben werden in der Entwicklung. Aber klar ist, auch hier haben wir keine Verbindlichkeit, wir haben keine
Durchsetzungsmechanismen, wir haben keine Sanktionsmechanismus. Was wir haben, neu ist das, was Sie erwähnt haben. Die Staaten, die diese Leitlinien unterschrieben haben, verpflichten sich zur Aufstellung und Umsetzung nationaler Aktionspläne. Das ist das neue Stichwort. Da sieht es sehr mau aus. Die Bundesregierung ist, ich weiß jetzt nicht, wie viele Monate schon hinterher bei der Vorlage dieses Berichtes, und die Befürchtung bei dem hier mit befassten Nichtregierungsorganisationen ist, dass dieser Bericht, wenn er denn überhaupt irgendwann kommt, sehr unkonkret ausfällt, zu wichtigen Fragen keine Antwort gibt. In den USA sieht diese Situation noch viel düsterer aus, in Großbritannien auch. Also das vielleicht zu dieser Frage. Es gibt neben diesem Prozess in der UNO natürlich noch für die 32 oder 34 höchst entwickelten Industriestaaten der Welt, die sich ja in der OECD zusammengeschlossen haben, einen solchen Prozess. Da gibt es auch gewisse Leitlinien, jetzt Corporate Responsibility, Unternehmensverantwortung, auch natürlich besser als überhaupt nichts, aber auch hier nicht die völkerrechtliche Verbindlichkeit mit Durchsetzungs-, Überwachungs- und Sanktionsinstrumenten. Das fehlt in all den bisherigen Instrumenten. Vielen Dank. Ich würde dann meine Fragen zurückstellen und gerne Sie bitten, das zu fragen, was Sie noch wissen müssen. Die Dame, die links am Rand da sitzt. Jetzt bitte nach vorne kommen. Das wäre das Beste, dann kann man es hier. Ja, dann kann ich Sie besser hören und der Rest auch. Man braucht Sie auch gar nicht runterbeugen. Das. Ich berichte seit 2001 mit vielen verschiedenen Ländern immer wieder vor dem UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte. Ich habe auch schon zig Urteilssprüche bekommen, also Auflagen für die Regierungen, dass die Staaten, zum Beispiel 2006 gegen Indien, die Staaten verpflichtet sind, um bis zum nächsten Mal die Einhaltung der Menschenrechte bei den Konzernen fordern müssen. Auch Deutschland hat die Verpflichtung gekriegt und Österreich zum Beispiel, dass sie als Regierung auch den Import und den Export von unseren Konzernen kontrollieren müssen und dafür sorgen müssen, dass unsere Konzerne im Ausland für die Sachen, die sie eben exportieren und importieren oder in den Erzeugerländern, keine Menschenrechte verletzt werden. Also die Aufforderungen bestehen. Sie sagen, es gibt keine Sanktionsmöglichkeiten. Wer garantiert uns denn, dass es jetzt mit dem neuen Instrument dann Sanktionsmöglichkeiten gibt? Bis jetzt ist es doch immer wieder aufgeweicht worden. Ich meine, die Idee dieser ganzen UN-Geschichten ist doch immer gewesen, auch am Anfang, wie Sie gesagt haben, wie man dieses Menschenrecht geschaffen hat, dass die Konzerne natürlich mit beinhaltet waren, weil eben ein Staat auch die Konzerne, und das, die haben doch immer wieder geschafft, sich da rauszuziehen. Wer garantiert uns, dass das jetzt wieder nicht passiert? Also auch jetzt bei dieser Kleinbauerngeschichte, die gerade verhandelt wird, das gibt's alles schon, aber es wird dann immer wieder 3, 4, 5 Jahre neu verhandelt, es ist wieder Zeitaufschub für die Konzerne und zum Schluss kommt wieder was raus, wo wir wieder genau am Punkt Null anfangen. Also dem letzten Halbsatz widerspreche ich. Am Punkt Null fangen wir nicht wieder an, weil es gibt gewisse Entwicklungen, mit denen ich natürlich auch überhaupt nicht zufrieden bin. Aber Punkt Null wäre falsch. Ich habe eben versucht, die relative Entwicklung zu beschreiben. Aber Sie beschreiben natürlich ein grundsätzliches Dilemma, aus dem wir leider nicht rausspringen können, so gern ich das täte. Das Dilemma ist natürlich, wenn wir jetzt hier uns vornehmen würden, in den nächsten 2 Stunden schaffen wir uns eine ideale neue Völkerrechtsordnung, vermeiden all die Fehler, die 45 gemacht wurden, würden natürlich nicht mehr einen Sicherheitsrat einrichten mit privilegierten Ländern, mit Veto und ständigem Sitz. Ich hoffe jedenfalls, dass niemand der Meinung ist, den müsste es geben und Deutschland müsste dabei sein, dann gibt es richtig heftigen Streit mit mir. Also wir könnten uns, glaube ich, eine an vielen Ecken verbesserte, reformierte, besser finanzierte, weniger auch bürokratische UNO vorstellen und für diese Bereiche auch verbindliche Regeln. Bin ich sicher, dass wir das heute Abend schaffen werden. Nur das ist ja nicht die reale Situation, dass wir praktisch aus der realen Realität rausspringen und am grünen Tisch uns hier so ein Modell schaffen, was dann umgesetzt wird. Und das Dilemma ist eben, dass die Akteure, die nun mal hierüber beraten und beschließen, die Nationalstaaten sind. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, können wir auch lange darüber diskutieren. Das ist die historische Entwicklung. Mir gefällt es nicht, aber ich kann nicht an dieser Realität vorbei. Und was es noch komplizierter macht und für viele auch nicht mehr durchdringbar, dass ja dieselben Akteure, staatliche Akteure, vertreten durch die Regierung und Diplomaten,
zum Teil mit verschiedenen Hüten dann bei verschiedenen internationalen Konferenzen sitzen und Gegenteiliges beschließen oder zumindest behaupten. Ne? Ja, dann sitzen sie auf einer Menschenrechtskonferenz und beschließen schöne Sachen zur Menschenrechtsdurchsetzung und dann sitzen sie bei der WTO und beschließen ein Investitionsschutzabkommen, was ganz klar auf Kosten der Menschen in Indien und anderswo geht. Oder das Patentschutzabkommen. Das ist, ich habe es auch in den jetzt 35 Jahren, wo ich UNO-Korrespondent bin, oft nicht mehr ausgehalten. Nee, ich komme ehrlich zu, ich will nicht so tun, als wäre ich ein Panzer. Nur, ich habe dann immer wieder gesagt, wir kommen da nicht raus. Wir können, und der zivilgesellschaftliche Druck, den ich ja versucht habe zu beschreiben, vor allem für die letzten 26 Jahre seit Ende des Kalten Krieges. Wenn wir den nicht gehabt hätten, ich habe 5 Beispiele genannt, es gäbe auch das Pariser Klimaabkommen, so unzureichend es natürlich ist, nicht mal das gäbe es. Dank Attac und anderen ist ein globales Investitionsschutzabkommen, das hieß damals MAI, also Multilateral Investment Agreement, die älteren nicken, verhindert worden. Das sind alles kleine Fortschritte, die mir auch nicht reichen. Ich will aber an dieser Stelle noch mal ein bisschen gegen den Stachel löcken zu der ersten Bemerkung von Herrn Glock. Was so die Macht- und Einflussmöglichkeiten transnationaler Unternehmen und der globalisierten Wirtschaft betrifft. Weil mir das oft in Debatten, auch in, ich sag mal, innerlinken Debatten oder Debatten unter Kritikern zu einfach ist. Die Behauptung, dass seit Beginn der Globalisierung, der Begriff wird benutzt seit 1995, also der ungeheuren Beschleunigung, einmal technologisch, Kommunikation, dann aber auch der Beschlüsse im Rahmen der Welthandelsorganisation zur Liberalisierung von Handel, das trägt ja alles zu diesem Prozess der Globalisierung bei, dass seitdem nationale Ebenen, nationale Parlamente, nationale Regierungen ja immer weniger ausrichten können. Weil ja angeblich alles irgendwo auf abstrakten, weit entfernten, anonymen, globalen Ebenen beraten und entschieden wird. Das stimmt und das stimmt auf eine bestimmte Weise auch nicht und ist leider oft zu einer bequemen Entschuldigung oder einem bequemen Versteckspiel von Regierungen geworden, allzumal im EU-Bereich. Ich will das mal illustrieren an einer ganz konkreten Erfahrung, was ich meine. Ich bin auf allen Ministerkonferenzen der Welthandelsorganisation gewesen, seit es die gibt, und auch auf den letzten Ministerkonferenzen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens seit 1988. Auf der Ministerkonferenz 2001 in Doha, in Katar, reist zum ersten Mal an der Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages. Also der Ausschuss, der fachlich zuständig ist für die deutsche Außenwirtschaft. 11 Abgeordnete aller Parteien, von CSU bis damals hieß es noch PDS und die Linkspartei. Und es sind auch ganz viele globalisierungskritische Nichtregierungsorganisationen da, Attac, Brot für die Welt, Evangelischer Entwicklungsdienst. Und die fragen mich am zweiten Abend, ob ich eine Diskussion zwischen den Gruppen und den Abgeordneten moderieren würde. Da habe ich gesagt, das kann ich machen. Da saßen wir in so einem Saal da, in dem Konferenzzentrum. Hier saßen die ganzen Vertreterinnen der Nichtregierungsorganisationen, hier saßen die 11 Abgeordneten. Ich hatte ein bisschen recherchiert, die Abgeordneten waren alle schon mindestens 4, manche sogar 8 oder 12 Jahre in diesem Wirtschaftsausschuss. Also in der ganzen Phase, seit es die WTO schon gab und seit unter Mittun Deutschlands und der EU im Rahmen dieser WTO eine ganze Reihe von internationalen Verträgen abgeschlossen wurden. Auch schon damals zu Dienstleistungen. Zum Patentschutz, zum Investitionsschutz, zum Abbau von Industrieschutz. Und meine Eingangsfrage waren die Abgeordneten, ich habe gesagt, sie sitzen da jetzt seit 8, 12 Jahren in diesem Ausschuss, sind sie an einem dieser Abkommen, wo Deutschland ja als wichtiges EU-Mitglied mit Vertragsstaat ist, in irgendeiner Weise, in irgendeiner Phase mal beteiligt gewesen? Haben sie das ratifiziert im Bundestag? Haben Sie das im Ausschuss diskutiert? Sind Sie informiert worden? Genau, Schweigen. Ich habe Sie 10 Minuten zappeln lassen. Dann haben Sie angefangen, untereinander zu diskutieren. Es haben Abgeordnete miteinander gesprochen, die sich bis dahin nicht mit dem Hintern angeguckt haben,
hat der FDP da mit der Grünen gesprochen, der CSU da mit der PDS-Frau, alle in dem Bemühen, doch irgendwo, das war jetzt eine Frage der Ehre natürlich, ein Punkt wenigstens, wo sie mitgekommen. Und dann sprang die damalige SPD-Abgeordnete hier von euch aus München, die Sigrid Spagelius-Spark, auf, weil sie es nicht mehr aushielt und hat gesagt, ja, wir haben doch vor 2,5 Wochen im Bundestag eine Resolution hier zu dieser Doha-Konferenz verabschiedet. Darauf lachten die versammelten NGO-Vertreterinnen lauthals und der Vertreter des Evangelischen Entwicklungsdienstes aus Stuttgart stand auf und sagte, liebe Abgeordnete, jetzt will ich euch mal erklären, wie das hier läuft. Da, ja, so, mit diesen Worten. Da kommt eines Tages die Lobbyvertretung der deutschen Pharmaindustrie in das Bundeswirtschaftsministerium, was ja traditionell seit Jahrzehnten immer in Hand der FDP ist, und sagt, bitte sorgt dafür, dass der Pharmamarkt in Indien und anderen Schwellenländern endlich geöffnet wird. Das deutsche Bundeswirtschaftsministerium macht sich dieses Anliegen sofort zu eigen, ist gar keine Frage. Und geht mit diesem Anliegen nach Brüssel auf die exekutive Beratungsebene mit den damals noch 14 anderen EU-Staaten, heute sind es 27 andere. Dann wird das dort beraten, das kann 1-2 Jahre dauern, dieser Prozess. Irgendwann kommt da eine gemeinsame Haltung raus. Die wird dann vom Ministerrat der Wirtschafts- oder Handelsminister, wie das bei uns heißt, abgesegnet und pro forma auch von der EU-Kommission. Und dann geht die EU mit dieser Position an den internationalen Verhandlungstisch der Welthandelsorganisation in Genf. Weil die EU ist bei der WTO ja gemeinsam Trittsherr. In diesem ganzen Prozess, der kann 3-4 Jahre gedauert haben, ist weder der Deutsche Bundestag, das französische Parlament, das britische Parlament, das dänische beteiligt gewesen, das EU-Parlament in Straßburg schon mal gar nicht. Das ist die Realität. Und sie hat 25, 30 Jahre lang funktioniert. Und sie haben es bei CETA und TTIP und hier viel TISA, der Versuch, Dienstleistungsabkommen, versuchen sie es genauso wieder. Ne? Es gab eine gewisse Phase, wo vor allem dank Attac dieser Prozess mal ein bisschen transparent gemacht wurde. Das war im Jahre 2003. Da steckte mir jemand zu, ein Positionspapier der EU, damals schon, zur radikalen Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte. Das ist das Hauptanliegen der EU, nicht der bösen USA. Wir haben das damals in der Taz veröffentlicht. Es gab nur Riesendementis. Alles gelogen, stimmt nicht. Halbes Jahr später stellt sich raus, stimmt. Bei der nächsten WTO-Ministerkonferenz 2003 in Cancun sitzen wir deutschen Korrespondenten mit dem damaligen deutschen Wirtschaftsminister, das war Wolfgang Clement, SPD, ne, ehemals Ministerpräsident in NRW. Und neben mir sitzt der Kollege von der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die ja bis dato das hohe Lied der Globalisierung eigentlich ziemlich ungebrochen mitgesungen hat. Und der meldet sich ganz aufgeregt, sagt, Herr Minister, ich höre hier von einigen CSU-Abgeordneten aus dem Wirtschaftsausschuss, sie planen hier Liberalisierung von Dienstleistungen und dann könnten möglicherweise amerikanische Heuschreckenunternehmen unsere schönen bayerischen Krankenhäuser übernehmen. Was sagen Sie denn dazu, Herr Minister? Und der Clemens, wirklich völlig arrogant, wie er sein konnte, brutaler. Ach, wissen Sie, Herr, ich weiß nicht mehr, wie der Journalist hieß, dieser Zug ist längst abgefahren. Das ist längst auf EU-Ebene. Da können wir in Berlin überhaupt nichts mehr zu machen. Und er sagte, das war meine Wahrnehmung, mit einem sichtlichen inneren Vergnügen. Das meine ich mit dem Versteckspiel innerhalb der EU. An irgendeinem Punkt dieses von mir beschriebenen Prozesses gab es natürlich immer eine deutsche nationale Position, wie es eine dänische gab, eine französische, eine spanische. Die floss dann ein in den Beratungsprozess in Brüssel. Und wir können sicher sein, dass die Bundesrepublik Deutschland als mit Abstand gewichtigstes Mitgliedsland dieser EU diese Entscheidungsprozesse wesentlich geprägt hat. Ich wage so weit zu gehen, zu sagen, es gibt keine gemeinsame EU-Position, zu welchen Themen auch immer, wo Deutschland dagegen war. Und umgekehrt hat Deutschland die Positionen, die rauskamen, das geht vom Dublin-Abkommen zu Asyl bis hin zu Wirtschaftsfragen, ganz entscheidend geprägt. Zum Teil unter Erpressung der kleineren, schwächeren Mitgliedsländer. Das ist die Realität. So. Und dieser ganze Prozess, dass es mal eine Phase gab, wo auf nationaler Ebene da in Berlin was eingetötet wurde, ist völlig außer Kontrolle. Ich habe lange Jahre gedacht, weil ich mich so auf Militär- und Sicherheitsfragen damals noch spezialisiert habe, dieser ganze militärische Bereich sei der mit Abstand
undemokratischste, am wenigsten transparenteste und am wenigsten kontrollierteste Bereich der Politik. Sehe ich heute nicht mehr so. Das ist dieser Außenwirtschaftsbereich. Und dazu sagen, das ist mein Punkt, die nationale Ebene kann gar nichts mehr machen, spielt keine Rolle, ist einfach falsch. Wenn wir uns auch nehmen, die ganzen Deregulierungen im Bankenbereich, im Finanzdienstleistungsbereich, die die große Krise von 2007, 2008 ja mit ermöglicht hat, bei uns in Deutschland, in den USA, das sind doch alles zunächst Entscheidungen der politischen Exekutiven gewesen, bei uns waren Schröder und Fischer, die die Trennung zwischen Kunden, Sparbanken und Investitionsrisikobanken weggemacht haben, die das Grundkapital, was eine Bank selber haben muss, von 20 auf 5% reduziert haben und all diese Risiken ein. Das waren doch nicht Dinge, die irgendwie vom Himmel gefallen sind. Und das ist mir schon wichtig, dass wir diese nationale Ebene nicht einfach beiseite tun, sondern die können gar nicht mehr, sondern sie schon behaften auf das, dass auf die Druck ausgeübt wird durch Lobbys und andere. Das ist mir schon klar. Auch mit so konkreten Drohungen, wenn ihr das nicht macht, dann ziehen wir halt das Unternehmen in einen Billiglohn. Das ist mir alles klar. Aber das muss man öffentlich machen, da muss man Widerstand gegen mobilisieren und das nicht so verhuschen. Und dieser Prozess, dass es so versteckt werden kann, ne, wenn es dann passiert ist dann, und dann doch eine leise Kritik kommt, wie in diesem Fall in Cancun, dann versteckt sich ein nationaler Minister hinter der EU. Für mich kein Wunder, dass die EU bei ganz vielen Bürgerinnen bei uns auch so negative Image hat. In Indien ist sowas nicht möglich. In Indien sind diese ganzen Fragen, wie verhält sich Indien im Rahmen dieser Welthandelsorganisation, öffentliche, hitzige Debatte mit massiven Schlachten im Parlament, zum Teil Demonstrationen auf den Straßen von Kleinhändlern, die jetzt alle unter die Räder kommen, weil der Markt geöffnet werden soll für internationale Konzerne. In Brasilien auch, überall. Nur innerhalb der EU ist dieses Versteckspiel möglich. Entschuldigung, dass das so ausführlich war, aber das war mir so wichtig. Ich hätte dort noch eine Frage. Ich würde einfach mal wissen, wieso ist es möglich, dass Deutschland Kriegsindustrie Waffen in andere Länder verkauft und auf der anderen Seite diejenigen, die dann aus Angst hierher kommen, dann wieder rausschmeißt? Wie gibt es das? Wie kann das sein? Es tut mir leid, wenn das möglich ist. Es konnte passieren, dass man diese Leute, dann diese 65 Leute, darüber geschickt hat in die. Die 69, Seehofer 69 ist der gemacht. Nein, ich habe die Empörung, die Sie spüren lassen, habe ich genauso. Also die Frage, die Sie haben, können wahrscheinlich viele im Saal mindestens so kompetent beantworten wie ich. Ich will nur auf Folgendes hinweisen. Dieser Widerspruch zwischen Anspruch und Normen, den ich beschrieben habe am Beispiel der internationalen Menschenrechtsnormen und das, was die UNO-Charta über die Gleichheit der Staaten sagt und die Würde der Menschen auf der einen Seite und die Realität auf der anderen Seite, die ich beschrieben habe, diese Dualität haben wir just an diesem Punkt auch national. Was meine ich damit? Wir haben aus gutem oder meinetwegen schlechtem Grund, sprich Zweiter Weltkrieg, ein Kriegswaffenkontrollgesetz seit 1949, seit Gründung der Republik, das also zu dem Zwecke geschaffen wurde, zu verhindern, dass Kriegswaffen hier produziert werden, beliebig in Umlauf gebracht werden, verkauft werden, möglicherweise eingesetzt werden. Das ist der Sinn des Kriegswaffenkontrollgesetzes. Haben andere Länder in ähnlicher Form auch. Wir haben zweitens aber ein Außenwirtschaftsförderungsgesetz. Das verdanken wir eurem ehemaligen Ministerpräsidenten und langjährigen Atomminister Franz Josef Strauß. Der hat das damals durchgesetzt. Und die Realität wird dadurch bestimmt, dass sich im Zweifelsfall immer die Außenwirtschaftsförderungsinteressen durchsetzen. Weshalb die Kampagne Aufschrei gegen den Rüstungsexport, die es ja seit 4 Jahren gibt, in der Trägerschaft von Pax Christi, von Ohne Rüstung Leben, von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsgegner, genau das fordert. Dieses abzuschaffen und eine klare grundgesetzliche Bestimmung zum Verbot von Rüstungsexporten
Dann kann man immer noch gucken, ob man Ausnahmeregelungen braucht innerhalb der EU. Das ist dann eine zweitrangige Frage. Aber zunächst mal gilt, keinerlei Rüstungsexport. Dazu kommt, also ich sage mal so, bis 1990, bis zum Ende des Kalten Krieges, oder ich sage mal so, die Norm war schön. Die Regierung Willy Brandt, ich gehe mal noch einen Schritt zurück. Kein anderes Thema ist so frühzeitig von Friedensgruppen aus unterschiedlichsten Reichen, aus den christlichen Kirchen, aber auch zum Teil aus Gewerkschaften, zum Teil aus von den Jungsozialisten beackert worden, wie das Thema Rüstungsexport. Schon in den 60er Jahren. Also neben der Atombewaffnungsfrage war das mit das Wichtigste. Also auch eine Form dessen, was wir heute zivilgesellschaftlichen Druck nennen. Der immerhin dazu geführt hat, dass die Regierung von Willy Brandt 1972 Richtlinien beschließt im Kabinett zum Verbot von Rüstungsexporten in Spannungsgebiete. Ein relativer Fortschritt zunächst mal. Nur leider ist dieses schöne Beschluss das Papier kaum wert, auf das er geschrieben ist. Ist Makulatur geblieben. Schon die Regierung Schmidt 1974 hat massenweise, ich kann mich erinnern, Panzer nach Saudi-Arabien geliefert, die heute damals kein besseres Regime waren, als wir das heute sind. Also 1999, neuer Anlauf, Regierung Schröder-Fischer beschließt neue Richtlinien zur Begrenzung des Rüstungsexportes. Diesmal ist das Kriterium mögliche Menschenrechtsverletzung in dem Land, wo die Waffen hinkommen. Ihr wisst alle, das Gremium, was über solche Fragen entscheidet, tagt geheim, was ein Unding ist für eine Demokratie, der sogenannte Bundessicherheitsrat, wo die Kanzlerin oder der Kanzler drin sitzen und 7 Fachminister. Ich weiß aber von zumindest einem Mitglied dieser Gremien in den letzten 20 Jahren, dass es keinen einzigen Fall gegeben hat, mit einer kleinen Ausnahme, wo mal wirklich mit einer menschenrechtlichen Begründung entschieden worden ist, dieser Export findet nicht statt. Die einzige Ausnahme war, als wir irgendwann, ich glaube 2000, die Debatte hatten, ob die Türkei einen Versuchspanzer vom Leo 2 kriegen sollte. Können Sie erinnern. Damals sind die Grünen, Claudia Roth und andere, so in die Witt gestiegen, dass das nicht beschlossen wurde. Und das ist aber nach meiner Kenntnis das Einzige. Und der immer gegen war, gegen diese Exporte, war nicht Josef Fischer. Also so viel kann ich sagen, sonst war ein anderer Minister, beziehungsweise eine andere Ministerin. Aber die Mehrheit, das hat es immer durchgewunken. Das heißt, auch dieser schöne Beschluss von Rot-Grün ist in der Praxis Makulatur. Zunächst haben die Profitinteressen der Rüstungsindustrie, waren dafür ausschlaggebend bis 1990. Seit 1990 ist es noch schwieriger geworden. Warum? Weil es jetzt ausdrücklich beschlossene politische Interessen gibt, den Rüstungsexport zu fördern. Zum Teil niedergelegt in Koalitionsvereinbarungen der Regierung, der ersten Regierung Merkel, also ab 2005, 2009, 2013 mit der FDP, das politische Interesse, Verbündete irgendwo in der Welt durch Rüstungsexporte zu fördern. Ich rede jetzt nicht von Verbündeten innerhalb der NATO, ich rede von den Verbündeten Saudi-Arabien, den, so Frau Merkel wörtlich, wir beliefern müssen, auch mit den Leos, um ihn zu stabilisieren gegen die Bedrohung aus dem Iran. Das ist so ein Beispiel. Rüstungsexporte mit dem Kalkül, das könnte ein Türöffner sein für nachfolgende Bestellungen für zivile Produkte aus Deutschland. Ob dieses Kalkül irgendwann mal irgendwo aufgegangen ist, kann ich nicht beurteilen. Ich beschreibe es nur als ein ausdrückliches Interesse. Rüstungsexport als Instrument der politischen Einflussnahme in Ländern. Und schließlich, etwa explizit beschrieben im Koalitionsvertrag FDP-CDU 2013, es ist im nationalen Interesse Deutschlands, eine international konkurrenz- und wettbewerbsfähige nationale Rüstungsindustrie zu erhalten, in allen Bereichen. Also in allen Waffengattungen. Das ganz schöne Gerede auch der letzten Monate, dass man vielleicht durch sogenannte Synergie, also sinnvolle Zusammenarbeit in der EU, Geld sparen kann, dass nicht alle alles machen, sondern meinetwegen sagt, die Franzosen bauen die Kampfflugzeuge, die Engländer bauen die Panzer, die Deutschen die Schiffe. Alles schönes Gequatsche. Es gilt bei uns, wir machen alles national, natürlich außer den bislang nur verbotenen Waffen, die Atomwaffen, auch die Munition. Wir können und wollen uns nicht mal in die Abhängigkeit von im Moment jedenfalls noch engen Partnern wie den EU-Staaten begeben.
gegeben. Und wenn das so ist und gleichzeitig zumindest in den letzten 15 Jahren die Beschaffungsaufträge für die eigene nationale Armee, also die Bundeswehr, tendenziell zurückgegangen waren, weil die ja auch verkleinert wurde, du aber diese Produktionskapazität aufrechterhalten willst, dann musst du, um sie besser auszulasten, mehr exportieren. Das ist die krude Logik, die sich hier durchsetzt. Und alles andere ist Zynismus. Du hast natürlich völlig recht, ein Großteil der Flüchtlinge kommt aus Ländern, in die Deutschland der wichtigste Rüstungsimporteur ist. Ne? Das ist völlig klar. Oder zu Deutschland. Jetzt bitte hier vorne. Für mich ist das der größte anhaltende Skandal der deutschen Außen- und Außenwirtschaftspolitik der letzten 40 Jahre. Meine Frage ist jetzt wieder zurück vom Militär zum Binding Treaty. Zum Binding Treaty. Ja. Und zu den von Herrn Klunk angesprochenen nationalen Aktionsplänen in Umsetzung der Leitlinien. Meines Wissens wird das ja in den einzelnen Mitgliedstaaten durchaus unterschiedlich gehandhabt. Man hat also gelesen vor 2 Jahren, dass während in Deutschland hieß, ja, wir machen es mal freiwillig und schauen in ein paar Jahren, wenn sich dann weniger als 50% der großen Unternehmen an der Berichterstattung beteiligen, dann überlegen wir es, ob das verpflichtend macht, scheint das in Frankreich ja gleich als verpflichtend eingeführt worden zu sein. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, ob das in irgendeiner Weise einen positiven Einfluss auf das Gebaren französischer internationaler Unternehmen hatte? Also so weit kann ich noch nicht gehen, aber ich danke dir für deine Korrektur oder Erweiterung des, was ich gesagt habe. Das ist richtig. Die Praxis ist nicht einheitlich schlecht, so schlecht wie sie in Deutschland ist. Es ist nicht nur Frankreich, wo diese nationalen Aktionspläne relativ ernster genommen werden, umgesetzt werden. Das gilt auch für die skandinavischen Staaten, das gilt bedingt auch für die Niederlande. Ich habe ja vorhin auch gesagt, dass die skandinavischen Staaten und die Franzosen inzwischen konstruktiv hier sich beteiligen an den Verhandlungen für das künftige Abkommen, während Deutschland das bisher nicht tut. Also da gibt es durchaus Unterschiede. Inwieweit das schon konkrete Auswirkungen hat auf das Verhalten multinationaler Konzerne, also wenn ich die Frage richtig interpretiere, ob sich meinetwegen in Frankreich ansässige Multis hier anständiger verhalten als in Deutschland ansässige oder in den USA ansässige, wage ich nicht zu beurteilen. Fehlt mir ein, weiß nicht, ob es da schon eine empirische Untersuchung gibt oder irgendeine andere Beobachtung, bin ich überfragt, fände ich spannend. Ich will nur diese Frage trotzdem zu einem Hinweis nutzen, die Wahrnehmung. Wir in Europa seien in vielen besser als im Rest der Welt. Das ist ja so eine Wahrnehmung, die sich bis in Teile auch von Grünen und Linken festgesetzt hat, mit so Stichworte Friedensprojekt Europa und auch zum Teil die notwendige scharfe analytische Kritik am Verhalten der EU domestiziert. Ich erinnere an die Debatte in der Linkspartei vor einigen Jahren im Wahlprogramm, wie scharf soll man die Militarisierungsbestrebungen in der EU nun thematisieren oder nicht. Halte ich für eine sehr arrogante, überhebliche europäische Selbstbespiegelung. Das Stichwort Friedensprojekt gilt natürlich insofern, als es gelungen ist, einigermaßen seit 1945 durch diese Integration weit neue Kriege zu verhindern. Wobei wir natürlich Jugoslawien hatten, wir haben jetzt Krim und so weiter. Aber wenn ich mir das Außenverhalten angucke, von Wirtschaftsunternehmen, die ihren Stammsitz in Europa haben, in welchem Land auch immer, nicht nur EU-Leiten, nimmt Nestle Schweiz, kann ich nicht feststellen, dass sie sich irgendwie grundsätzlich anständiger verhalten, menschenrechtsfreundlicher, umweltfreundlicher als ein Unternehmen aus den USA, den oft gescholtenen aus Japan, aus Kanada. Wenn ich mir die Exportpraxis im Rüstungsexport angucke, in der Summe mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien, ist das so viel wie die USA gesamthaft. Und im Umweltbereich gab es mal eine Zeitphase, wo die EU besser dastand. Das ist längst vorbei, auch weil sich gezeigt hat, Frau Merkel ist eine erfolgreiche Ankündigungskanzlerin gewesen, die immer tolle nationale Ziele proklamiert hat. Ja,
könnte ich jetzt aus Zeitgründen, lasse ich es detailliert vorführen, in keinem anderen Staat ist die Diskrepanz zwischen Sein und Schein in der Umweltpolitik, vor allem in der Klimapolitik, größer als bei uns in Deutschland. Das ist das unzweifelhafte Verdienst der Kanzlerin, die es geschafft hat, wie auch immer, auch auf internationalen Foren, selbst im Zusammentreffen mit Nichtregierungsvertretern, sich bejubeln zu lassen als Klimakanzlerin, nur weil sie am G20-Gipfel den Konflikt mit Trump hatte, der dankenswerterweise alleine rausgegangen ist. Also die Diskrepanz zwischen Sein und Schein ist sehr groß und das relativ mal bessere Verhalten der EU in diesem Bereich ist auch längst Geschichte. Ne? Also von daher, im globalen Vergleich kann ich nicht feststellen, dass sich Unternehmen aus den EU-Ländern oder die EU als Ganzes besser verhält. Aber zwischen den verschiedenen EU-Ländern gibt es Unterschiede und wie gesagt, ob das schon eine Auswirkung hat darauf, ob sich der französische Trinkwasserkonzern inzwischen besser verhält als Nestle, um ein Beispiel zu nehmen, ich weiß es nicht. Aber wenn da jemand was zu sagen kann, bitte. Ich darf noch ganz kurz einige Zahlen geben zu dieser Frage. Die IHK hat, AK München hat 5.300 Unternehmen befragt, ob sie regelmäßige Nachhaltigkeitsberichte abliefern. Dort haben nur die größeren Unternehmen mit über 500 und mehr Mitarbeitern zu 64% mit Ja geantwortet, während die kleineren 0 bis 4, 49 Mitarbeiter nur zu 10% einen Bericht abgeliefert haben. Das Ganze fängt also erst sehr langsam zu laufen an. Insgesamt haben nur 22% der Unternehmen überhaupt auf die Umfrage geantwortet. Und von diesen 22% sind wiederum nur 20% bereit, einen jährlichen CSR-Bericht abzuliefern. Das ist jetzt Bereich IHK München, ne? Industrie und IHK München. Die Themen der Nachhaltigkeit, die für den besondere Bedeutung für die Zukunft beigemessen wird, gehen von Energie 60% runter bis auf Menschenrechte 8%. Menschenrechte haben für Unternehmen nach dieser Umfrage so gut wie keine Bedeutung für die Zukunft und die Nachhaltigkeit. Bitte schön. Ja, guten Tag, Robert Wager, mein Name, Ökologe am Zentrum für progressives Völkerrecht. Ich möchte diese Gelegenheit gerne nutzen, wo wir so fundiert öffentlich diskutieren können und mal eine provokante Perspektive vorschlagen. Provokant deswegen, weil sie im Grunde genommen genau in der Logik der Gewinnmaximierung der Wirtschaft liegt. Und zwar, wir haben ja festgestellt, wohin uns die sozusagen Chicagoer Schule von Milton Friedman uns über Reagan und Thatcher geführt hat, wo wir heute stehen. Und wir müssen auch sagen, dass im Grunde genommen vielleicht ein gefühlter Wohlstand, wie wir in unserer Gesellschaft ihn wahrnehmen, eigentlich auch nur wie in allen anderen Externalisierungsgesellschaften im Grunde genommen nur ein auf Pump ist, der im Grunde genommen nicht ewig so weitergehen kann. Das heißt, im Grunde genommen müsste auch die Frage sein, ist das überhaupt möglich, in dieser Logik weiterhin Profite zu machen oder irgendwann tatsächlich, dass die Kosten auch überhand nehmen ab bestimmten Grenzwerten von Krisen? Und ich frage mich in dieser Logik auch, inwiefern nicht eigentlich die Vorschläge, die der Club of Rome in seinem neuesten Bericht von Januar dieses Jahres gemacht hat, in Bezug auf eine Paradigmenwende der Weltwirtschaft in Richtung einer gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung, wie inwiefern der nicht im Grunde genommen eigentlich das bietet, was wir brauchen und wo wir hinwollen, nämlich dass die gesellschaftlichen Leistungen, die auch von Unternehmen übernommen werden können, wenn sie wollen, dass die nämlich belohnt werden und dass die Unternehmen, die im Grunde genommen auf Kosten der Gesellschaft wirtschaften, ja dafür auch bezahlen müssen, was sie an Kosten verursachen für die Allgemeinheit. Und da ist sozusagen meine Frage, inwiefern es sein kann, dass wir davon noch gar nichts weiter mitbekommen, dass das diskutiert wird oder wenn es diskutiert wird, wo das denn bereits jetzt stattfindet, das wäre gar nicht, würde ich gerne erfahren. Also meine Antwort auf die gestellte Frage ist ein klares und zweideutiges Ja. Ich bin dankbar, dass du das mit eingebracht hast. Ich empfehle auch, diesen neuen Bericht des Club of Rome zu lesen. Ich würde sagen, dass eine Konsequenz, wir können natürlich nicht warten, das war auch sicher nicht gemein,
mit der Durchsetzung von Menschenrechten, wo es ja ganz konkret um aktuelle Lebenslagen von Menschen geht, bedrohten Lagen, die zu verbessern, können wir nicht darauf warten, bevor wir diese grundsätzlichen Paradigmenwechsel erreicht haben. Das war nicht deine Forderung, aber ich will doch darauf hinweisen, ich kann mir vorstellen, dass der Kampf für die Durchsetzung von Menschenrechten, gerade auch in diesem Wirtschaftsbereich, mit ein Vehikel ist und sein wird, um genau dahin zu kommen, was du zu diesem Paradigmenwechsel, den du beschrieben hast. Denn wenn diese Menschenrechte alle so konsequent von allen Unternehmen eingehalten würden, wie das zu verlangen ist und einzufordern ist und durch dieses Abkommen ein Stück weit weiter auch notfalls erzwungen werden soll, dann rechnet sich das eben nicht mehr, was bisher noch unter klassischer Gewinnmaximierungspolitik betrieben wird. Nicht? Dann werden die Widersprüche, auch die für ein Unternehmen selber, immer größer, die Kosten-Nutzen-Fragen werden immer drängender. Es nützt, ich meine, die Frage ist dann immer, welche Kosten meinen wir und welche nehmen wir nicht. Man kann natürlich argumentieren, die 3.100 Menschen, die bereits nachweislich in den ersten 6 Monaten dieses Jahres im Mittelmeer ersoffen sind, das ist die offizielle Zahl, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich 2 bis 3 Mal so hoch, das ist doch viel mehr schon als vertretbare Kosten. Ja, so, also wer bestimmt nun, wäre eine Debatte dann, wann die Kosten zu hoch werden und für wen sie zu hoch werden. Ich würde sagen, sie sind längst viel zu hoch. Und es gibt ja in Teilbereichen der Wirtschaft wirklich eine wachsende Einsicht, würde ich mal nicht. Auch hier ist ja nicht so, dass es alles ein monolithischer Block ist und wir stehen auf der anderen Seite. Es gibt da Erkenntnisprozesse, es gibt, ich bin gerade 4, 6 Wochen in den USA gewesen, auch da findet natürlich unterhalb der Glocke dessen, was Trump macht und was wir hier so mitkriegen, sehr viel statt an Diskussionen, auch an grundlegenden Vorschlägen, was man anders machen kann, auch sich abzukoppeln in Teilen des Landes von dem, was Trump im Moment noch vorgibt an nationaler Ökonomiepolitik oder auch an internationaler Konfrontationspolitik. Also da laufen ja Debatten, aber ich bleibe bei meiner Grundaussage, die Menschenrechte und ihre Durchsetzung, wenn man sie strikt ernst nimmt, sind eine verlässliche Leitlinie und können ein Vehikel sein, dahin zu kommen, wo Sie das vorgeschlagen haben. Morgen, Entschuldigung, dort hinten bitte. Ich kann es von hier machen, ich glaube, ich habe eine deutliche Stimme in dem Rahmen, den du da heute beleuchtet hast. Das Menschenrecht auf Arbeit, auf menschenwürdige Arbeit, wie würdest du das hier eingeordnet sehen? Also ist sehr schwierig, aber für mich ein sehr wesentliches Menschenrecht. Also schon in den ja vergleichsweise noch allgemein gehaltenen 30 Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist dieses Recht ausdrücklich postuliert, so ziemlich am Anfang auch, ich glaube, es ist der Artikel 5, auch zum Teil mit so einigen Details schon, da ist sogar schon von, also einmal vom gleichen Lohn für gleiche Arbeit, was jetzt die Gender-Debatte betrifft, auch für uns ja relevant die Rede, da ist von angemessenen Ruhezeiten, sprich Urlaub die Rede, da steht zwar noch nicht explizit drin, maximal 8 Stunden, da steht auch noch angemessene Entlohnung, das sind die Grundaussagen als Normen in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und in der Ausformung dann vor allem des Sozialpaktes, also des Paktes über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, ist das dann immer mehr konkretisiert worden. Zum Teil natürlich durch die nationalen Kämpfe, die stattgefunden haben, vorgegeben worden. Also die 8-Stunden-Woche ist ja auch nicht irgendwie vom lieben Gott uns geschenkt worden, sondern ist Ergebnis bitterer, zum Teil blutiger Kämpfe in den USA in den 20er, 30er Jahren, bei uns ein bisschen später. Das Verbot von Kinderarbeit, was ja immer noch weltweit zum Teil massiv verletzt wird, ist ein Erfolg erbitterter Kämpfe. Und diese Normen, die die UNO damals dann verabredet hat, waren zum Teil hilfreich, weil sich innerhalb von Staaten Akteure darauf berufen konnten. Die detaillierteste Ausprägung dessen, was damit gemeint ist, ist natürlich in den 172 Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation zu finden. Die Internationale Arbeitsorganisation
International Labour Organization, ILO, ist ja von allen internationalen Organisationen, nicht nur von den UNO-Organisationen, die einzige, wo nicht nur Staaten durch ihre Regierungen vertreten sind, sondern drittelparitätisch Vertreterinnen von Regierungen, Vertreterinnen von Gewerkschaften und Vertreter von Arbeitgeberverbänden. Und dort ist am detailliertesten über diese Fragen gedacht worden. Und dort steht im Grunde alles, was wir brauchen. Das Dilemma ist wieder an dem Punkt, den Sie vorhin gemacht haben, das Grundlegende. Es gibt natürlich Staaten, die bis heute den Sozialpakt der UNO gar nicht unterschrieben haben, beziehungsweise mit bestimmten Vorbehalten. Das gilt zum Beispiel für die USA. Es gibt Staaten, die wichtige Konventionen der ILO nicht unterschrieben und nicht ratifiziert haben. Da sind auch die allergrößten Lücken, nicht etwa bei China, was man vielleicht vermuten würde, sondern in den USA. Es gibt Staaten, die wichtige Zusatzprotokolle zu solchen Konventionen, die irgendwann später vereinbart wurden, wo es vor allem darum geht, um individuelle Beschwerdemöglichkeit für betroffene Menschen, nicht unterschreiben wollen. Dazu gehört ganz maßgeblich die Bundesrepublik Deutschland. Also es gibt hier noch viele Lücken in dem Normenbereich. Die Normen sind da, aber was die Ratifizierung der Mitgliedstaaten betrifft. Es gibt dann immer auch den schönen Satz, das Recht auf Arbeit sei kein einklagbares Recht. Das erzählen einem dann so manche auch internationale Juristen. Das ist natürlich die große Frage. Wie weit sind solche sozialen, wirtschaftlichen Rechte einklagbar? Darüber gibt es zunehmende Diskussionen. Es gibt so ein paar, ich sag mal, überlebenswichtige kulturelle, soziale, wirtschaftliche Rechte. Das sind zum Teil eben auch Kollektivrechte, als Beispiel das Recht auf Wasser. Wenn man vor 15 Jahren, 20 Jahren gesagt hat, das Recht für Wasser muss ein völkerrechtlich verbindliches gemacht werden, muss ein Recht werden, da hätten die Vertreter der Bundesrepublik und auch anderer nördlicher Industriestaaten im Menschenrechtsrat noch den Kopf geschüttelt. Haben sie auch den Kopf geschüttelt und gesagt, nein, das geht nicht, das kann man nicht, das wollen wir auch nicht. Da sind wir heute sehr viel weiter. Das Recht auf Wasser, sprich auf eine ausreichende Menge sauberen Trinkwassers pro Tag, das ist genau durchdefiniert, ist ein inzwischen völkerrechtlich verbindlich verbrieftes Menschenrecht. Jetzt haben wir natürlich immer noch die Situation, dass es in Teilen dieser Welt nicht für die Menschen überall umgesetzt ist. Das ist schon richtig. Es gibt Verbesserungen. Und die Antwort nochmal zum Teil auch auf Ihre Frage ist, das habe ich eben geschlabbert, wir hatten ja im Jahre 2000 einen UNO-Gipfel, der damals die sogenannten Millenniumsziele zur Halbierung der Armut vereinbart hat. Auch das im Konsens aller damals Vertretenen, ich war auf dem Gipfel, ich glaube es waren 188 Staats- und Regierungschefs und Chefinnen vertreten. Und da wurden ja 8 so konkrete Unterziele benannt, also zum Beispiel das Ziel, die Zahl der absolut Hungernden in dieser Welt bis zum Jahr 2015 zu halbieren. Das hat man zeitweise geschafft. Inzwischen gehen die Zahlen der Hungernden aus bekannten Gründen wieder nach oben. Die Müttersterblichkeit zu reduzieren, die Zahl der Kinder, die also der 6-jährigen Jungen und Mädchen, die die Schule besuchen, zu verdoppeln, also so konkrete Ziele. Diese Ziele sind zum Teil erreicht worden, in einigen Teilen der Welt vollständig, in anderen nicht, gemischte Bilanz. Und in der Nachfolge dieser Millenniumsziele zur Halbierung der Armut sind dann ja auf einem Gipfel im Jahre 2015 als Folgeziele die sogenannten Sustainable Development Goals verabschiedet worden, also die nachhaltigen Entwicklungsziele. Der Fortschritt ist, auch hier, Fortschritt ist eine Schnecke, aber man muss ihn trotzdem benennen. An diesem Prozess haben ganz viele Nichtregierungsorganisationen teilgenommen, an diesem Verhandlungsprozess im Unterschied zu den Millenniumszielen 2000. Und zweitens, der Entwicklungsbegriff, der in den alten Millenniumszielen nur auf die Länder des Südens angewandt wurde. Also hier muss etwas passieren, bei euch muss was passieren, muss sich was verändern. Wird in diesen neuen nachhaltigen Entwicklungszielen ausdrücklich auch auf die Industriestaaten angewandt. So. Und
Da gibt es ganz tolle Ziele in all den für uns relevanten Bereichen, Menschenrechte, Umwelt, Energie, was auch immer. Die spannende Frage ist jetzt, wie wird das umgesetzt? Es gibt eine ganz tolle Broschüre, die zusammen von Terre des Hommes, Terre des Femmes und dem Global Policy Forum herausgegeben wurde. Global Policy Forum ist eine UNO-freundliche Lobbyorganisation, ganz klein, mit Sitz in New York, inzwischen auch in Bonn und in Brüssel, die also eine konstruktiv kritische Begleitung der UNO machen. Dieses empfehle ich, ich komme gleich auf den Namen, das kann man aber finden, die haben sich diese 17 Sustainable Development Goals vorgenommen und die über 100 Unterziele, die wir insgesamt haben, und haben dafür Fahrpläne aufgestellt, weil sie gesagt haben, wenn wir da 2030 sein wollen, also in einer Welt, die relativ gerechter ist, umweltfreundlicher und so weiter, dann können wir ja nicht erst am Silvesterabend 2014 mit der Umsetzung anfangen, 2029 mit der Umsetzung anfangen. Also müssen wir Zwischenschritte definieren. Wo wollen wir sein im Jahre 2020, 2025 mit den einzelnen Zielen? Das empfehle ich durchzulesen, weil das ist im Grunde die Blaupause für die Umsetzung dieser Ziele durch die Bundesrepublik Deutschland. Dazu bedarf es jetzt nicht erst wieder der Einrichtung einer Enquete-Kommission des Bundestages, die dann nochmal 2 oder 3 Jahre berät. Im Übrigen haben wir ja den Nachhaltigkeitsbericht einer hochkarätigen nationalen Kommission längst vorliegen. Die haben auch die Flüchtlings- und Migrationsfrage durchdekliniert. Und das eine, das Ziel Nummer 10, lautet, eine Migrations- und Flüchtlingspolitik zu betreiben, die den Grundnormen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 erfüllt. Und dann wird konkret durchbuchstabiert, was das für uns heißt. Und auch das, wenn wir da Druck machen, also das nun wirklich ernst nehmen und sagen, dafür machen wir Druck. Und immerhin hat sich die Bundesregierung darauf verpflichtet. Dafür schaffen wir Öffentlichkeit. Wird auch das beitragen zu dem Transformationsprozess, den Sie vorhin angesprochen haben? Guter Wagner. Ich habe jetzt eine Frage, und zwar mit dem Dieselskandal, den wir hier haben. Mit welchem Skandal? Den Dieselskandal. Wo ja ganz bewusst eigentlich belogen wurde von der Bundesrepublik, also von den Autokonzernen. Inwieweit ist da eine Möglichkeit, juristisch die zu verklagen? Denn ich meine, das ist ja doch eine Sache, die zum Teil, hat es ja geheißen, wurde es ja bewusst auch von der Regierung geduldet, gerade da. Inwieweit kann man das als Aufhänger nehmen, um praktisch dann noch mehr zu klagen und dann auf realen Klagewegen in diese Richtung, also jetzt nicht bloß Umweltschutz, sondern überhaupt da weiterzukommen. Dass man praktisch da so eine... Also ich bin kein Jurist, das sage ich vorbeugend. Möglicherweise ist ein Jurist und eine Juristin im Raum, die das juristisch Kompetente beurteilen kann. Nach meiner leidenhaften Kenntnis sind bisher solche Klagen möglich und auch potenziell aussichtsreich, auf unserer nationalen Ebene, weil wir ja Bestimmungen haben, und da geht ja im Moment die Debatte hin, die also ganz konkrete Obergrenzen in den Städten vorschreiben. Diese werden massenweise verletzt und die Debatte darüber, was dazu geschehen ist, Fahrverbot und so weiter, das läuft ja alles. Und ob man auf der Basis Gesundheitsgefährdungen durch die Politik der Regierung und der Konzerne hier klagen kann, ich wäre immer dafür, es zu versuchen. Nicht? Manchmal muss man ja Präzedenzfälle schaffen. Auf der EU-Ebene bin ich mir unsicher, weil da haben wir ja genau das Dilemma, was ich vorhin mit der Ankündigungskanzlerin Merkel beschrieben habe. Die EU-Kommission, die ja nun nicht gerade ein Ausbund von Fortschrittlichkeit ist, hat immerhin bereits im Jahre 2008 ein erstes Mal beschlossen gehabt, verbindlich, rechtsverbindlich, und damit auch für uns Bürgerinnen der EU einklagbar, die Ausstoße von Kohlendioxid auf maximal 120 Milligramm pro Kilometer zu senken. Für alle Autoflotten. Das hatten die beschlossen. Worauf Matthias Wissmann, also der Lobbychef der Automobilindustrie,
seine Parteifreundin Angela anruft und sagt, Angela sorgt dafür, dass dieser Beschuss gekippt wird. Und genau das ist ja damals geschehen. Die hat in Brüssel dafür gesorgt, dass dieser 120 Milligramm Beschluss, der technisch längst machbar wäre, gekippt wurde. Das ist 2013 ein zweites Mal passiert. Das heißt, es gibt, glaube ich, auf Ebene der EU bisher noch keine verbindlich festgelegte Norm, wo man dann, wenn die verletzt wird durch einen Mitgliedstaat, dagegen klagen kann. Ich mag mich täuschen, aber ich glaube, ich liege da richtig. Aber das muss natürlich geschaffen werden. Klagerechte, auch Individualklagerechte, Verbandsklagerechte, Individualklagerechte, wenn das Menschenrecht auf Gesundheit, und das ist festgeschrieben in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, durch staatliches Handeln oder auch durch Handeln von großen Konzernen so gefährdet wird, ne? Ohne Frage. Aber das, ob das dazu kommt, ist natürlich auch wieder eine Frage des gesellschaftlichen Druckes, ne? Und ob sich Richter und Richterinnen finden und Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, die solche Ermittlungen und Verfahren führen und dann auch entsprechende Urteile fällen, ist auch eine Frage des gesellschaftlichen Druckes und des Klimas, was dazu führt. Wir haben gesprochen über das Wasser und die Luft. Wie ist es mit dem Boden? Die Stadtplaner, es gibt ja viele auch in München, die dass dieses Problem erkannt haben, weil der Boden ist limitiert und wir werden immer mehr. Es ist nicht an der Zeit, im internationalen Gremium dieses Tabu zu brechen und über Boden und Menschenrechte zu ist ein Menschenrecht. Ich bin völlig deiner Meinung und du hast es angedeutet mit dem Wort Tabu. Ich glaube, es gibt keinen anderen Gegenstand, bei dem traditionell, auch von der historischen Entwicklung her, die Privatverfügung, auch die willkürliche, über Boden, auch unter Vertreibung von Menschen, die ihn Jahrhunderte zuvor bewirtschaftet haben, so prägend war wie mit Blick auf Boden. Ich habe gerade ein spannendes Buch über die ganzen Vorgänge in dem frühen Großbritannien im 17., 18. Jahrhundert gelesen, wie dort Landrechte aus dem Interesse heraus der großen Textilunternehmen Anbauflächen für Baumwolle zu schaffen und deswegen Hunderttausende von Kleinbauernfamilien, die dort seit Jahrhunderten gelebt haben, das Land bewirtschaftet haben, ihr Auskommen hatten, vertrieben worden sind. Derselbe Vorgang und sich das Land einfach angeeignet worden. Dasselbe hat gespielt in Teilen Afrikas, hat in den USA natürlich gespielt, das ist klar, und ist eben viel zu selten bisher in Frage gestellt worden. Das Privateigentum an Boden, auch an großen Ländereien, ist, glaube ich, ein noch viel größeres Tabu als Besitzrechte über Wasserressourcen und ihre Privatisierung. Da müssen wir ran, da bin ich voll deiner Meinung. Und davon hängt dann auch ganz viel anderes runter, wenn man dieses Tabu erstmal geknackt hat. Die ganzen Spekulationen, die dann natürlich möglich sind, ihr habt hier einen Mietenmarkt, wisst wovon ich rede, das würde dann alles in die Diskussionen kommen und auch ins Rutschen kommen. Ja, also ich wollte nochmal zurückkommen auf den beiden Kriege jetzt. Wir haben ja gehört, Sie haben das historisch aufgebaut, wie es die Entwicklung war und was bis heute geschehen ist, dass wir große Widerstände in Deutschland haben. Also jetzt ist halt die Frage, wie geht es weiter? Wo steht der Prozess im Moment? Was sind die nächsten Schritte? Wie kann man das beschreiben, was passieren wird? Wo sind Stellschrauben, die man vielleicht beeinflussen kann? Was macht die EU zum Beispiel? Also Deutschland ist das eine, die EU ist das andere. Und wo sehen die Möglichkeiten für uns jetzt da konkret uns einzubringen? Naja, also wo die Stellschrauben sind, habe ich jetzt zum Teil beschrieben. Und die Hauptstellschraube ist zunächst mal dafür zu sorgen, dass die eigene Regierung sich konstruktiv auf diesen Verhandlungsprozess einlädt und nicht weiter diese Obstruktionspolitik verfolgt, die sie bisher verfolgt hat. Und der letzte Stand war eben, wie gesagt, der zum Glück gescheiterte Versuch, die weitere Finanzierung dieses Verhandlungsprozesses zu verhindern. Ich wüsste bisher nicht, dass ich in Berlin irgendwie jetzt eine Läuterung eingesetzt hätte und dass man entschlossen ist, im Oktober konstruktiv mitzuverhandeln.
die Frage, deswegen bringt es jetzt gar nichts, wenn ich jetzt an einzelnen Punkten versuche zu sagen, na, da sind die Deutschen noch nicht dafür oder da sind sie dafür. Die historische Erfahrung, muss ich leider sagen, mit deutschen Verhandlungsdelegationen zu verschiedenen Punkten, die ich machen konnte in den letzten 35 Jahren, mit zwei, drei Ausnahmen, war, dass sie immer aufgetreten sind mit dem Versuch, möglichst schwache internationale Abkommen im Ergebnis zu haben. Also immer der Gestus, wir sind UNO-orientiert und sind aktiv mit dabei, aber wenn es zum Beispiel um das Abkommen ging zu Verbot von Antipersonenminen und zum Verbot von Streumunition, hat man mitgemacht. Aber die Positionen, die alle geschrieben wurden im Militärministerium und die das Außenministerium einfach übernommen hat, gingen alle darum, Lücken in diesem Abkommen zu schaffen, damit die deutsche Rüstungsindustrie weiter ihre technologisch angeblich überlegenen und völlig sicheren Produkte weiter verkaufen kann. Das war immer die Absicht, die zum Glück nicht immer gelungen ist. Die großen Ausnahmen sind das Chemiewaffenabkommen 1993, da war Deutschland wirklich aus Gründen, die ich benennen könnte, aktiv dabei und auch beim Strafgerichtshof. Ansonsten ist die Bilanz eher negativ. Also das hieße, man müsste eine öffentliche Diskussion jetzt im Vorfeld ein Stück weit auch erzwingen, indem man Veranstaltungen ansetzt, auch hier vielleicht in München, in die man Vertreter oder Vertreterin der Bundesregierung, das heißt das AA, zu dieser Frage genau einlädt. Und dann, damit die sich auch hier stellen müssen und die Position überhaupt auch bekannt werden im Vorfeld. Es ist ja auch leider so, dass von meinen Kollegen und Kolleginnen in den Medien ein viel zu geringes Interesse an diesem Prozess bisher war. Ja, in der Berliner Hauptstadt sowieso. In Genf geht es so, da sind wir sowieso nur noch dreieinhalb deutsche Korrespondentinnen, weil die Medien ja alle abbauen mit ihren Korrespondentenstellen. Aber in Berlin dieses Interesse zu erwecken, auch möglichst natürlich durch einen Konflikt, das schafft ja meistens mehr Interesse. Das wäre jetzt die Aufgabe. Also, dass wir hier heute miteinander mit diskutieren, ist sicher hoffentlich jedenfalls für einige hilfreich und nützlich mit den Informationen. Aber man muss natürlich die Bundesregierung dazu zwingen, hier Farbe zu kommen, zu bekennen. Was konkret ist eure Position? Auch zu den einzelnen sieben Kernforderungen, die ich ja vorgelesen habe. Ne? Mir ist bekannt, dass viele heute hier im Raum sind, nur weil sie gehört haben, Andreas Zumach spricht und vor vier Wochen auch gar nicht wussten, was Binding Treaty ist. Das ist kein Vorwurf an die Einzelnen, sondern eigentlich eine Beschreibung des Zustands der Gesellschaft, dass dieses Problem weitestgehend ausgeblendet ist. Du hast gerade eben gesagt, deine Kollegen aus den Medien sind ja teilweise oder maßgeblich sogar daran beteiligt. Jetzt wollte ich dich mal fragen, einfach eine Informationsfrage. Du bist ja nicht nur Korrespondent für die Taz, sondern arbeitest ja regelmäßig auch für andere Medien, Deutschlandfunk und so. Wie weit spürst du da eigentlich Interesse für diese Themen? Oder ist das auf einzelne, ganz wenige Redakteure begrenzt, die da ein Problemverständnis haben und dich dann mal um einen Beitrag bitten? Oder hast du den Eindruck, du studierst ja auch die Presseberichterstattung zu dieser Thematik, dass das als Problem weitgehend noch gar nicht in den Redaktionen wahrgenommen wird? Also ich will das mal so anfangen. Wenn in Genf beim Menschenrechtsrat die Entscheidung darüber ansteht, ob zum Beispiel ein böser Schurkenstaat wie Libyen oder Syrien oder Iran oder Kuba demnächst in diesem Rat gewählt werden, weil das ist ja immer so, muss ich zur Erläuterung sagen, die Mitglieder, die 47 dieses Gremiums, wobei es einen Schlüssel gibt, wie viele westliche Staaten sitzen, wie viele afrikanische, wie viele asiatische, wie viele lateinamerikanische, aber das sind ja natürlich nicht immer dieselben, alle drei Jahre wird neu gewählt. Und dann entsteht ja jedes Mal diese Diskussion, na, wer kommt denn da jetzt aus Afrika? Und wenn dann einer der gerne so bezeichneten Schurkenstaaten
ansteht, dann ist immer das Geschrei sehr groß bei uns hier in den Medien, auch das Interesse groß, ne? Ausgerechnet Syrien oder wer soll da jetzt, also Herr Assad, gewählt werden oder da einen bestimmten Vorsitz übernehmen. Gut, da kann man sich natürlich, das kann man natürlich kritisieren, aber man muss natürlich immer sagen, also wenn alle Staaten so blühende Demokratien wären mit völliger Verwirklichung der Menschenrechte wie die Bundesrepublik Deutschland, das ist, dann bräuchten wir die UNO überhaupt nicht. Ja? Also ich will sagen, natürlich muss man innerhalb dieser UNO mit allen Staaten, wie immer sie auch im Moment verfasst sind, aus welchen Gründen, mehr oder weniger demokratisch, menschenrechtsfreundlich, sie sind alle Akteure dieser UNO und da kann man nicht einfach sagen, deine Nase passt mir nicht und deswegen darfst du nicht in dieses Gremium. Das würde also den Grundsatz dieser UNO völlig zerstören. So, aber dann ist immer Interesse da in den Medien, das läuft, da laufen auch die Agenturberichte und wenn es dann noch zu Auseinandersetzungen kommt, Kampfabstimmungen darüber, das ist dann immer so ein Interesse da. Oder wenn es um die Frage möglicherweise hochgeputscht geht, jetzt die USA treten aus, ne, aus dem Menschenrechtsrat mit einer völlig dümmlichen, mit Verlaub falschen Behauptung über angebliche Israelfeindlichkeit und was auch immer, dann ist das läuft. Ich war in den USA leider, mich haben die Anfragen von 7 Rundfunkanstalten und 2 Zeitungen erreicht, natürlich immer mit der Zeitverschiebung und viel zu spät, aus den USA geht das sowieso nicht mit dem Telefon. Ich hätte an dem Tag sehr viel zu dem Thema arbeiten können. Zu diesem Thema nicht, habe ich noch nie eine Anfrage bekommen, ein einziges Mal, hier von Radio LoRa jetzt, da läuft am Mittwoch eine einstündige Sendung darüber und die sind ja, glaube ich, auch hier und schneiden mit und haben heute auch schon 10 Minuten Interview mit mir gemacht. Das muss ich anbieten. Ich hätte fast gesagt, wie sauer Bier. In der Öko-Wirtschaftsredaktion, also ÖGI-Redaktion der TAZ, ist das kein Problem. Da habe ich ja auch regelmäßig darüber immer geschrieben. Beim Freitag wäre es auch kein Problem. Aber bei den anderen Medien, den etablierten, den so bezeichneten, ist es schon schwierig. Muss ich einfach sagen. Das ist nicht sexy, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Obwohl es natürlich höchst sexy ist, weil es um Leben und Tod geht, wenn man es durchdenkt. Und die Bundesregierung, das ist natürlich so ein Punkt, das weißt du natürlich viel besser noch als ich, als noch älterer, erfahrener Journalistenkollege. Wenn morgen in Berlin der Herr, wie heißt denn unser derzeitiger Wirtschaftsminister? Die Hauptstadtkorrespondent zu einem Hintergrundgespräch einladen würde, wirklich zu einem, wo man sagt, erstmal unter 3 und darf nicht direkt zitiert werden, also auch noch besonders wichtig machen, und ihnen dann etwas sagt zu den deutschen Positionen hier oder wie man das als Problem empfindet, dass bei der UNO sowas überhaupt diskutiert wird und erwogen wird, dann wäre das in vielen Medien ein Thema. Also diese Interessenserzeugung geschieht ja oft durch das, was in Berlin dort angeboten wird und wie es angeboten wird, den Hauptstadtkorrespondenten. Dann wird es wichtiger genommen, als wenn wir das aus Genf angehen. Das ist so. Kommt noch dazu. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Steht doch herrlich im Gesetz geschrieben. Da möchte ich gerne einfach mal wissen, wie sollte es möglich sein, dass die Menschen überhaupt lernen, in Würde miteinander umzugehen, wenn einem Kind, bitte sehr, nicht einmal ermöglicht wird, in der Schule gewaltfreie Kommunikation zu üben. Wir werden ja richtig gegen in den Schulen aufeinander losgehetzt, damit wir überhaupt nicht mehr in der Lage sind zu wissen, wie sage ich dem anderen eine Kritik, ohne ihm weh zu tun. Auf welche Weise kann ich schon im Beginn einer Politik, die Kommunikation ist ja schon Politik, wie kann man da schon versuchen, eine Basis zu schaffen, dass wir miteinander zurechtkommen? Nur mit der Angst, dass beispielsweise, wenn wir zu gut miteinander zurechtkommen würden, das alte Klappengerät von Herrn Mayer bei Herrn Müller landen würde und wieder neu gekauft wird. Vielen herzlichen Dank, kann ich nur sagen. Also Sie stellen natürlich die einfachen Fragen hier heute Abend und
aber ich ernsthaft, das ist eine Frage nicht nur an mich, sondern an uns alle. Also zunächst mal würde ich gerne den Punkt machen, wir sind alle sehr mitverantwortlich dafür, was für ein Klima innerhalb unserer Gesellschaft herrscht oder auch nicht herrscht, wie wir miteinander umgehen. Da ist auch eigenes Alltagsverhalten von uns, ist auch eine wichtige Rolle. Es ist nicht alles abzuladen beim Verhalten von Herrn Seehofer und seinen AfD-Wahlkampfsprüchen. Das ist schlimm genug und muss schärfstens kritisiert werden oder auch die Interessen von Unternehmen. Aber ich denke, wir können selber natürlich auch sehr viel zu beitragen. Ich will die Menschen, die durch Wahlämter oder durch exekutive Politikfunktionen eine besondere Verantwortung hier haben, nicht außer der Verantwortung entlassen. Also ich würde auch gerne noch einen Punkt machen, nochmal zurück zu dem. Mhm. Und das führt auch zu Ihrer ersten Frage, vorhin mit den Flüchtlingen zurück. Ja. Wir haben ja leider das hartnäckig erfolgreiche Märchen oder die Legende in unserem Land, dass Frau Merkel irgendwann mit ihrem Satz, wir schaffen das, die Tore aufgemacht hätte und dann seien all die Flüchtlinge gekommen. Von dieser Lügenpropaganda hat die AfD ja ganz wesentlich gelebt und Herr Seehofer und die CSU auch. Das wird am Wahltag offensichtlich alles platzen, aber zunächst mal haben sie davon profitiert. Was ist tatsächlich wahr? Im August 2014 ist der damalige UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, der heute UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, nach Berlin gekommen. Er war bei Frau Merkel, er war bei unserem Kassenwart, Herrn Schäuble, er war bei Herrn Steinmeier, der war dann noch Außenminister, mit folgender Botschaft. Wir brauchen jetzt von euch ein paar Millionen Euro, um die Flüchtlinge, die syrischen, in den Lagern im Libanon, im Jordanien, im Nordirak weiter zu versorgen zu können. Es ging nicht um Milliarden, es ging um den Dreistelligen und man hätte vielleicht 20 Millionen von Deutschland gebraucht, von Paris auch und so. Er hat keinen Pfennig gekriegt. Weil die Sprachregelung in Berlin war, was Schäuble ausgegeben hat im März 2014, wir nehmen maximal 30.000 syrische Flüchtlinge auf, möglichst nur Christen und Christinnen und am besten Menschen mit Ausbildung in Berufen, die wir hier dringend brauchen. Das hat die Meinungslage auch bei ganz und die Wahrnehmung bei ganz vielen meiner journalistischen Kollegen in der Hauptstadt im Frühsommer und Herbst 2014 bestimmt. Guterres kommt mit völlig leeren Taschen nach Genf zurück, fährt Ende September wieder nach Berlin, auch nach London, nach Paris, auch in Moskau, sagt, wenn wir jetzt nicht bald etwas Geld kriegen, dann werden wir die Nahrungsmigration für zunächst 1,7 Millionen der syrischen Flüchtlinge in Jordanien und Libanon um ein Drittel kürzen müssen. Ich war damals in dem Lager, in dem größten Flüchtlingslager der Welt, Zaatari, das ist 12 Kilometer südlich der syrischen Grenze auf jordanischem Boden, 140.000 Flüchtlinge. Die Nahrungsmittelrationen sind knapp kalkuliert auf die Kalorie und davon ein Drittel weg ist vor allem für die jungen Leute schon geht's ans Eingemachte. Guterres hat kein Pfennig gekriegt. Interessierte auch die Journalistenkollegen in Berlin nicht, obwohl er ein Pressegespräch angeboten hat. Dann haben sie zum 1. November 2014 die Nahrungsmittelrationen für 1,7 Millionen Menschen tatsächlich um ein Drittel gekürzt. Außer der Taz hat darüber niemand berichtet. Ich sage das nicht, um uns jetzt auf die Schulter zu klopfen. Es war so. Es hat nichts bewirkt. Zum 1. Dezember 2014 sind die Nahrungsmittelversorgung für 1,7 Millionen Flüchtlinge in Jordanien und Libanon völlig eingestellt worden. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Da sind die Mitarbeiter des Welternährungsprogramms, die ja operativ die Nahrungsmittel in die Flüchtlingslager liefern und des UNO-Hochkommissariats, das die Lager verwaltet, Ende November 2014 zum letzten Mal in den Lagern gewesen, haben geliefert und haben gesagt, liebe Leute, das war's, ab nächste Woche gibt es nichts mehr. Der Vorgang war im Sommer 2014 schon in einem der größten Flüchtlingslager der Zentralafrikanischen Republik passiert, auch darüber hat nur die Taz berichtet, das hat noch weniger Leute interessiert. Waren ja nur so ein paar Schwatte da in dieser Kriegskolonie da unten. So, und deswegen sind die Flüchtlinge gekommen. In großen, drastisch steigenden Zahlen, nachweislich ab Januar 2015. Und der Satz von Frau Merkel, wir schaffen das, ist gefallen am 31. August 2015 auf einer Bundespressekonferenz in Berlin. 7, 8 Monate später.
Aber diese Legende hat sich bis heute hartnäckig gehalten. Und ich glaube, als Frau Merkel dann unter dem Druck von Seehofers 200.000er Obergrenze in ihrer Bundestagrede letztes Jahr den Satz gesagt hat, auch ich habe Fehler gemacht, den Seehofer natürlich sofort für sich verbucht hat. Und, ne, so. Ich glaube, sie hat dieses Versagen vom Herbst 2014 gemeint. Jetzt stellen wir uns mal vor, es hätten damals die Kanzlerin oder Herr Steinmeier als Außenminister und meinetwegen auch der Kassenrat Schäuble mit Herrn Guterres ein Hintergrundgespräch angeboten und die ganzen Journalisten der großen Zeitungen und Medien auf dieses dringende Problem aufmerksam gemacht. Ich behaupte, wir hätten eine ganz andere Diskussionslage in unserem Land. Ja. Natürlich, aber man muss daran erinnern, die Verantwortung des politischen Führungspersonals, wie immer man das jetzt nennen will, der politischen Eliten, dafür, wie die Diskussionslage und das Klima im Land ist, ist natürlich enorm groß. Und das kann man negativ steuern, und das geschieht im Moment natürlich mit Macht, vor allem vor dem Hintergrund von eurem bevorstehenden Wahlkampf, vor den Wahlen. Und das kann man, könnte man aber auch positiv steuern. Ich würde ganz gerne eine abschließende Frage stellen. Mit einem eher pessimistischen Beitrag und dann vielleicht einem möglicherweise optimistischen Schluss. Morgen früh um 10 Uhr treffen sich in Genf die Botschafter mit dem ecuadorianischen Vertreter im Menschenrechtsrat, der sie informieren soll, wie der gegenwärtige Stand der Verhandlungen ist. Soviel ich weiß, ist dieses Treffen verlangt worden von der EU und ich habe den Verdacht, den Sie mir bestätigen können oder nicht, dass es eine Art Verzögerungstaktik ist, um nicht so schnell zu irgendeinem Ergebnis zu kommen. Die zweite negative Sache ist, wir wundern uns über Widersprüche in den Äußerungen von Politikern. Das wurde auch hier auch mal thematisiert. Das ist eine ausgesprochene intellektuelle Krankheit. Kein Politiker, Sie haben das sehr deutlich gemacht mit den verschiedenen Hüten, kümmert sich um Widersprüche innerhalb einer und derselben Politik. Wenn die Linke eine Anfrage richtet an die Bundesregierung, wie sie mit dem Widerspruch zwischen der Äußerung A und der Äußerung B der gleichen Regierung umgehen, kriegt sie als Antwort, die Bundesregierung erkennt hierin keinen Widerspruch. So einfach ist es. Das waren die zwei negativen Dinge. Die positiveren Dinge sind eins nur. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, sage ich das richtig, hat sich zu dem ganzen Themenkomplex geäußert, der Thema von der Verantwortung der Unternehmen gesprochen hat, aber in seinem Papier an gar keiner Stelle gesagt hat, dass die Unternehmen auch in Haftung genommen werden können müssen. Es gibt jetzt eine Industrie- und Handelskammer, eine regionale, ich darf sie nicht nennen, die hat den Industrie, den DIHK, darauf hingewiesen, dass die Nennung einer Verantwortung ohne die gleichzeitige präzise Benennung einer Haftungsverpflichtung sinnlos und leer ist. Richtig. Wenn so etwas innerhalb der IHKs stattfindet, berechtigt uns das unter der gleichzeitigen Verpflichtung, den gesellschaftlichen Druck weiter aufrechtzuerhalten, an einen positiven Fortschritt dieser Verhandlungen zumindest nicht zu verzweifeln. Ja, Sie haben das, Sie sollten das diplomatische Fach überwechseln. nein, daran wollte ich, ja, ich habe ja vorhin auch schon in der Antwort auf seine Frage darauf hingewiesen, dass es hier natürlich auch interne Debatten gibt, auch innerhalb der Eliten, auch innerhalb der Wirtschaft. Verbände, die natürlich auch Kosten-Nutzen-Rechnungen machen, auch Image-Kosten-Nutzen-Rechnungen machen und dann zum Teil zu positiven Entscheidungen kommen, weil sie einschätzen, der eigene Imageverlust ist das größere Übel, was auch immer. Das muss man befördern.
indem man zum Beispiel auch hier ganz gezielt Gespräche mit Mitgliedsfirmen der IHK führt zu dieser Frage. Ja, warum denn nicht? Öffentlich oder meinetwegen auch intern. Ich will zu Ihrer ersten Teil der Frage sagen, also zur Erläuterung, der ecuadorianische Botschafter ist der Vorsitzende dieser Verhandlungen zu dem neuen UN-Treaty. Und es war die Aufgabe des Vorsitzenden, nach der zweiten Verhandlungsrunde mal so einen Zwischenstand zu nehmen. Und er hat das auch gemacht, indem er alle bisherigen Forderungen in einem Papier zusammengefasst hat, natürlich einem synoptischen, auch mit den verschiedenen Forderungen, also eine Art allerersten Entwurfsversuch für ein Abkommen, natürlich noch mit vielen Klammern. Das hat man ihm in der Bundesregierung sehr übel genommen, hat das eben damals schon als vorschnell abtun wollen, in dem Interesse, den Prozess zu verlangsamen, aber der ecuadorianische Vorsitzende hat für dieses Vorgehen die große Mehrheitsunterstützung in den Menschenrechtsrat. Was das morgige Treffen hier bringen soll, ich wage es seriöserweise, kann ich es nicht beantworten. Ich werde morgen sicher mehr wissen, wenn ich zurück in den Genf bin, darüber auch berichten. Ob die EU da mit einer einheitlichen Position auftritt, hätte ich meine Zweifel, oder ob sie sich nur anhört, was der ecuadorianische Botschafter jetzt vorschlägt, wie man weiter vorgeht. Ich kann es seriös nicht beantworten, aber ich verspreche, dass das in der Taz zu lesen sein wird in den nächsten Tagen. Ich will noch einen kleinen Nachtrag machen zu dem Thema Flüchtlinge Merkel und dann höre ich auch auf. Ich habe dann im Frühjahr 2015 nach dieser Erfahrung bei Vorträgen zu dem Flüchtlingsthema eigene Spekulationen darüber angestellt, wie viel teurer es denn ist, einen Flüchtling, wenn er oder sie erstmal bei uns ist, mit demselben zu versorgen, was er oder sie in dem Lager in Jordanien und Libanon bekommt. Also Grundnahrungsmittel natürlich, grundmedizinische Versorgung, warme Kleidung, Dach über dem Kopf, Trinkwasser, ein bisschen Beschäftigung für die jungen Leute, Schule. Und meine Schätzung damals im Frühjahr 2015 war, na, das kostet bei uns sicher 8 bis 10 Mal so viel. Ich habe mich selten so verschätzt in den letzten 30 Jahren. Ich habe dann im Mai oder Juni bei einer internen Tagung in Berlin den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Gerhard Müller von der CSU, darauf angesprochen. Der hat mir gesagt, Herr Zumach, ich habe das in meinem Ministerium durchrechnen lassen. Es kostet, was schätzen Sie, 40 bis 50 Mal so viel, die Menschen hier zu versorgen. Inzwischen hat er das ja auch öffentlich gesagt. Also selbst wenn wir mal nur über das nackte Geld reden, ist es natürlich überhaupt nicht im Eigeninteresse, jetzt tatsächlich sehr viel mehr auszugeben für die Behausung der Flüchtlinge hier, plus das, was die selber ausgeben mussten, um selber hierher zu kommen, sind ja auch nochmal viel Geld. Es macht alles keinen Sinn. Herzlichen Dank für Ihre Geduld.